Yo, meine Damen und Herren. Herren und Damen. Menschen, Frauen, Türken. Alle, ja? Es ist soweit. Wir haben ihn hier. Wir haben ihn hier. Nach Privatjet bezahlen. Privatjet mussten wir zahlen. Hyatt Hotel. Hyatt Hotel mussten wir zahlen. Dann hat er nur so Nudeln gegessen, die so in Mexiko mit angebaut Trüffeln. Werden. Ja, und die nie so gepflückt werden dürfen von so Kindern, die nur ein Bein haben. Die hoppeln so hin zu der Plantage und fliegen das. So. Er ist gekommen, ja, ein sehr bescheidener Kerl. Wir haben ihn hier, unseren ersten Fußballer. Ja. Mr. Mohamed Dreger. Ein Applaus für diesen wunderbaren Kerl. Eine Freude, eine Ehre, dass du hier bist. Und abfuck, weil er natürlich so attraktiv ist. Wir haben uns schon überlegt, ihn so zu... Wir heißen euch herzlich willkommen zum Die Deutschen Podcast mit den wunderbaren, fantastischen Nisa Dreger und Cheyenne Dreger. Ja, und hier Mohamed mit so einem dreckigen Nachnamen. So, wir haben ihn hier, unseren ersten Fußballer. Ist uns eine Ehre, dass du hier bist, dass du uns die Chance gibst, dass du sagst, das sind Penner. Ey, das aber sind ich zwei Obdachlose, der sieht aus wie eine obdachlose Frau. Ja. Ich sehe aus wie ein obdachloses Erdmännchen. Ja, schön. Dass du sagst, ich komme hin mit meiner Attraktivität und mit meinem Aussehen. Und mit meinem Kontostand. Und mit deinem Kontostand, dass du dich überhaupt hierher traust, dass du uns den Respekt gibst. Du bist erstmal vielen Dank. Sehr bescheiden. Dankeschön, dass ich da sein darf. Als allererstes kommt natürlich die Frage, wie immer. Wir wollen ja immer den Menschen schätzen, respektieren. Wie viel Geld hast du? Aber weißt du, was geil war? Als du diese Ansagen gemacht hast, guck ich ihn an, er macht einfach so. Ja. Der ist dabei. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, hier zu sein. Mal hinter der Kamera. Vor der Kamera. Vor der Kamera. Ja, genau. Cut, neu. ja, ist cool. Ihr seid anders als im Podcast. Ihr seid richtig eklig. Ja, das stimmt nicht. Diese ja, der kennt jetzt die Wahrheit. Diese Entschuldigung, weiß ich ganz schnell zurück. Nein, wenn ich jetzt ab sofort immer sage, ey, Cheyenne, mach ihn nicht so einen auf brav vor der Kamera, dann wird er das richtig bestätigen. Er wird sagen, ja, Mann, ich hab den nicht erlebt. Du bist von Griechenland gekommen? Ja, ich bin jetzt aktuell im Urlaub hier in Freiburg und gleich geht's weiter. Und Freiburg kommst du ursprünglich eigentlich her? Genau, aufgewachsen. Ja. Wo spielst du momentan? Bei Olympiakos Piräus. Olympiakos, da klingt ja schon, das ist der griechische Flavor. Ja, man merkt auch, da ist Geld dahinter. Ja, genau. Ihr seid wieder Meister geworden? Ist wieder Meister, also so. Das erste Mal, aber ja, wieder Meister geworden. Siehst du, das, was wir nicht kennen. Nee. Siege, Triumphe, Championships. Wir kennen nur so Verluste. Bei uns, es deutet sich an und dann hören wir einfach auf 3 Monate. Podcast, ja, ist ganz normal. Dann kommt so eine Zeit, wo man so andere aber Sachen macht. Aber wir spulen, also erstmal für die Leute, bevor die irritiert sind. Du heißt ja Mohamed Dreger. Ja. Ich persönlich als bekennender Rassist und Nationalsozialist würde ja, wenn ich Dreger mit Nachnamen heiße, würde ich mir das hier auf die Stirn tätowieren. Mhm. Weißt du, wie viele Karten, Tickets ich verkaufen würde, wenn ich so einen Nachnamen hätte? Ja. Dreger. Guck mal, ich bin hier schon so dreist, ich benutze nicht mal meinen Nachnamen, um dem zu entkommen. Wie heißt du? Ich heiße nur Nisa. Ja. Wie ist der Nachname? Geht euch nichts an. Ich will Erfolg haben. Das ist ja dein echter Nachname. Ja. So, weil als ich ihn kennengelernt habe, war ich verwundert. Ich so, wieso heißt du Mohamed Dreger? Das ist ja so, als ob du Chong Lee Parker heißt. Das passt ja gar nicht. Obwohl die Asiaten sehr viel amerikanischen Vornamen und Nachnamen haben. Ja, genau. Das sind ja nur diese Hongkong-Chinesen, weil die so einen auf, wir sind aus dem Westen machen wollen. Okay. Genau wie Tutti Thomas heißt. Ja. Zum Beispiel. Schön. Deine Mama ist aus Tunesien. Ja. Dein Vater ist Deutscher. Ja. Du bist ein Daywalker wie Blade. Ja, du hast also das Beste von beiden. So, genau. Ich hoffe. Vielleicht auch das Schlechteste. Ja, also heute, wenn wir gucken, wann du angekommen bist, na, das war gar nicht Dreger-mäßig. Ja, das war gar nicht Mohamed. Deutsch. Da war richtig dieser Mohamed-Flavor. Gut, dass du es ansprichst. Ich wollte erst gar nichts dazu sagen, aber jetzt triggert mich das ein bisschen. Du kamst ja gefühlt 2 Stunden zu spät. Nein, aber du musst schon ehrlich sein, gefühlt. Ja, gefühlt. Ich war 45 Minuten zu spät. Okay, woran lag es? So, erzähl mal. Also, erstmal war ich seit einem Jahr nicht mehr auf deutschen Straßen unterwegs. Fangen schon die Nafri aus. Okay. Ich dachte, es ist sehr sachlich hier im Podcast. Okay, wir sind eigentlich ein sehr sachlicher Podcast. Ja. In Griechenland fährt man ein bisschen zügiger. Ja. Da gibt es zwar auch Geschwindigkeitsbegrenzungen, die werden aber gar nicht missachtet. Ich habe einfach viel Verkehr erwischt und ich habe noch ein
einen algerischen Freund abgeholt aus Offenburg. Ja. Der kam wahrscheinlich zu spät. Was alles, was mit Algerien zu tun hat, ist schon. Der kam 20 Minuten zu spät. Schöne Grüße raus an Eamon. Der kam 20 Minuten zu spät. Wo ist der Eamon jetzt? Der ist in Frankfurt. Der musste auch nach Frankfurt heute. Okay. Eamon, warum bist du zu spät gekommen? Bringt der neues Album raus? Dann ist ein anderer Eamon. Also ja. Es gibt mehrere davon. Es gibt mehrere. Es gibt wie bei Double Impact von Dump, wo der eine beide sieht. Ja. Es gibt zwei von denen. Aber der hat mich. Also er ist schuld. Er ist schuld. Ist auch ein Fußballer? Nee. Warum bist du dann mit dem befreundet? Ihr hängt doch alle nur mit Gleichgesinnten. Ihr seid nur Fußballer zu Fußballer. Nein. Also klar, du bist ja auch häufig mit den Jungs unterwegs aus der Mannschaft, aber der ist ein Freund seit 10 Jahren ungefähr. Feiern wir. Ja. Okay, sehr gut. Ja. Und deswegen kamst du dann zu spät, weil du ihn abholen. Also hast du eigentlich eine gute Tat getan. Ja. Ja. Das die aber weil richtig Nafri. Der, weil einem Nafri geholfen hat, ja. ist ihm das zu nicht Behängnis nur, dass geworden. Er sich rausredet, sondern er hat doch sich selber zum Helden gemacht. Ja, genau. Ja, und dann, ja, genau. Ey, das ist richtig, das ist auch richtig gut. Richtig, ja. 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 Okay, jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Kannst du Schein in deine Mannschaft reinbringen? Ja. Als Auswechselspieler. Ich will ganz rechts außen auf der Bank spielen. Nur Auswechselspieler, ohne Spielzeit? Ich werde sogar Wasserbringer, kein Problem. Ja. Ja? Ja, kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Das ist schon mal super. Jetzt, wir sind ja sehr sachlich, das weißt du ja. Ich würde gerne, wie Nisa immer sagt, das Pferd von hinten aufziehen. Was ich bis heute nicht weiß, was das bedeutet. So, das ist keine Ahnung. Aber. So, wir fangen von ganz Anfang, von ganz vorne an, denn diese Folge muss Minimum 3,5 Stunden gehen. So, du bist ein Fußballerkind. Kann man sagen. Also von klein auf hast du schon angefangen zu spielen. Genau. Du bist da nicht irgendwie mit 20 erst rein. Nein. Was schon bei Fußball, glaube ich, viel zu spät ist, ne? Aber es gibt auch sicherlich solche Fälle. Sehr selten, aber gibt's auch. Okay. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal erstmal mit dem Ball zu Berührung bekommen hast? War kein Deutscher begabt. Es war kein Deutsch, was ich gerade gesagt habe. Ist ja egal. Du hast eh kein Deutsch. Die Fans sind das gewöhnt. Mit 4-5 so ungefähr. Ja. Krass, mit 4-5 Ball. Du konntest mit 15 noch nicht mal Deutsch. Das ist schon gut. Das ist krass, ja. Ja. Und der konnte schon mit 5 im Bazaar die Leute abrippen. Ja, das ist schon krass. Bin ich schon nach Deutschland. Der hat schon Kartenspiele gemacht mit 7. So. Aber er sah ja schon aus wie 30. Hütchenspiele. Ja, Hütchenspiele in Tunis. So groß wie so ein Hut. Ich will mich selber da drunter schreien. Okay, und dann? So 4-5. Warst du direkt im Verein? Ja, so Bambini, glaube ich, hieß das früher. Das war so die kleinste Jugend. Bisschen gekickt halt so, ne? Aber wie kann man sich das vorstellen? Hast du so geweint, wenn du Richtung Training gefahren wurdest? Oder warst du so, ja, ich will Fußball spielen? Ja, ich war so, ich will Fußball spielen. Ich war früher so ein hyperaktives Kind. Mhm. Ich musste irgendwo Dampf ablassen und dann habe ich mal Handball gespielt, war im Leichtathletik so und Fußball halt. Krass, Handball, obwohl du kein Homosexueller bist. Tschüss. Bye, bye, Kooperationen. Bye. Tschüss. Spotify. Irgendwann Hoffnung, Geld zu verdienen. Exklusivvertrag von verschiedenen Streaming-Plattformen. Ich enthalte mich. Das kann von mir sein. Und irgendwann ist halt dann, bin ich halt mein Fußball hängen geblieben. Irgendwann bin ich mein Fußball. Ja? Ja. Okay. Wie läuft das ab so? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ein Internat so mäßig? Nee. Ist es so gedrillt, so wie Militär oder Nein. Ist es einfach nur Kicken? Nee, also in dem Alter ist es einfach nur Kicken. Es okay. ist, was heißt in dem Alter? Das Alter spielt dann keine Rolle mehr. Also du kannst ja auch mit 25, 26 einfach nur kicken. Es kommt dann auf das Niveau drauf an. Das ist jetzt mittlerweile, das heißt, das ist mein Hauptberuf. Das heißt, es ist dann wirklich Arbeit. Okay. Ja. Wann war das erste Mal, das würde mich persönlich interessieren, wo man das erste Mal gehört hat, dass es im Raum stand, der wird irgendwann Profi? Ja. Ich glaube so Richtung U19, also A-Jugend. U19 ist das, wenn man unter 19 ist? Genau, okay. Also unter 19, 19. Also wenn man unter 19 Zentimeter groß ist. Okay, gut. Achte nicht da drauf. Das ist der Fußball-Talk. So, das war dann so, obwohl ich die ganze Jugend eigentlich bei einem Bundesligisten verbracht habe, war so mit 19. Freiburg? Genau, beim SC Freiburg. 18, 19 war dann so. Okay, das ist jetzt, geht in eine richtige Richtung. Danach gab es aber dann nochmal so eine kleine Delle, wo es dann nicht so gut lief. Dann bin ich halt dran geblieben,
diszipliniert, hab weitergearbeitet und dann. Also du bist dann nicht so ein Typ, die ich so, also die Typen, die ich so kenne in der Shisha-Bar, die dann so fett sind und dann irgendwann sagen, ja, mit 19 wäre ich fast Profi geworden, dann habe ich mir aber dieses Knie verdreht. Genau, immer diese Ausreden. Immer diese Ausreden. Ich schwöre, ich hätte heute beim FC Bayern gespielt. Ja, ich war mal fast Profi. Ja. Ich habe fast aber für Barcelona gespielt, aber jetzt bist du so ein Fettsack. Der so eine Shisha-Blubbe, Doppelapfel. Die Tinte war trocken dann. Der Stift war trocken. Ja. Hast du es nur praktiziert oder hast du es als Kind auch gerne im Fernsehen verfolgt? Ja, jetzt noch. Also richtig Fan, richtig, jedes Spiel richtig, geguckt. Also hast du jetzt Champions League direkt mitverfolgt? Also alles, was, ich glaube damals hieß es Europapokal, noch alles, was im Fernsehen lief an Fußball, sofort. Hast du Vorbilder gehabt? Ja, es war klar, du hast so, Zidane war so damals. Ja, der war matt. War halt, der war hart. Der, ich weiß, war der so gut? Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Du kennst dich okay, ich sag, Fußball okay, aus. Warte mal. Der kennt sich ja null aus. Ich sag ihm was, dann feiert der den. Ich weiß, es ist Zidane, ist der dem einen die Kopf. Genau, da wurde ja seine Mutter beleidigt, da direkt zugehauen. Ja, das feier ich. Das feierst du. Der war so, dann klar, die Ronaldos, Ronaldinhos. Also der alte Ronaldo. Warst du so ein Rivaldo-Fan? Ja. Boah, den habe ich übertrieben gefeiert, damals, wo er bei Barca gespielt hat. Richtig geil. Ich gar nicht, von allen natürlich gefälschte Trikots. Ich glaube, mein erstes kennst du Giovanni Elber noch? Ja, klar. Ja, das war mein erstes Trikot von Bayern damals. Von Bayern? Ja, ja. Gefälscht. Das war noch kariert, ne? Kann das sein? Opel stand, glaube ich, von eines der ersten. Giovanni Elber war Legende. Roy Mackay, glaube ich, auch mal irgendwann mal eins gehabt. So. Ich war also Bayern-Fan. War es schwer für dich, als du Teenager geworden bist, und wir wissen ja, wie das ist. Ja. Da will man feiern gehen, man will mit den Jungs chillen. Ja. Du hast Samstag früh ein Spiel, aber Freitag sagen alle, ey, lass mal auf die Piste. Wie hast du das geschafft, so diszipliniert zu bleiben, dass du sagst, ey, ich zieh das durch, das ist mein Traum, weil das ist immer sehr, sehr schwierig, wenn du siehst, alle haben eine gute Zeit, aber du gehst so 22 Uhr schlafen, damit du 6 Uhr fit bist. Und Klar haben da auch die Eltern eine große Rolle gespielt. Die dann, also Mama, Papa, die da wirklich auch dahinter gestanden. Also es ist gar nicht jetzt so irgendwie gedrillt oder so, weißt du, wie man das so aus diesen Filmen kennt. Ja, aus diesen Sportfilmen. Ja, also nicht so, aber halt trotzdem so, ja, gehst früh schlafen. Ich hatte natürlich eine normale Jugend, ne? Also ich habe alles gemacht, was du in dem Alter halt so treibst. Aber hast du Heroin gespritzt? Was man so in der Jugend halt macht. Man so in der ist Jugend, ja normal, ja. Und, bisschen Crystal Meth. Ja. Fallen dir die Zähne aus, geil. Ja. Aber du hast ja genug. Ich hab genug. Ja, ja. Ja, ja, da wurde er gesegnet. Ja, da. Und es war natürlich hart manchmal, ne? muss man schon sagen. Aber ich hatte so mein Ziel vor Augen. Ich wollte Fußballprofi werden und ja, dann konnte ich darauf verzichten, glaube ich, abends rauszugehen. Hattest du einen Mentor, der dich so mitgezogen hat, wo du gesagt hast, ey, der nimmt mich an die Hand, der ist immer an meiner Seite. Ich höre das sehr oft, ich kenne ja viele Fußballer, die sagen immer so, ey, ich hatte einen, der hat immer an mich geglaubt, der hat mich immer mitgezogen, der hat mich motiviert. Hattest du auch so jemanden? Oder warst du wirklich so, das war alles in deinem Mindset drin? Ja, das war alles in meinem Mindset. Das finde ich voll stark. Also das finde ich voll faszinierend. Aber ich respektiere das sehr. Ich auch übertrieben, weil ich, also ich bekomme es nicht so viel mit, aber man gehört Geschichten, dass du halt viele Teenager siehst, die sehr talentiert sind. Man sagt, der reißt was, und dann bekommst du mit, der geht viel feiern, der Frauen, geht viel Action machen, Frauen, das. Und er macht es dann sogar heimlich, weil er weiß, dass es falsch ist. Ja. Und dann erzählt er immer seinem Umfeld, ey, bitte sag das dem nicht, sag das. Aber es kommt im Endeffekt irgendwie. Also ich habe oft gehört, wenn ich irgendeinen sehe, ja, guck mal, der hat es schaffen können, aber der hat es selber verballert. Weil viele. Der hat zum Beispiel ein Spiel, wo dann Scouts kommen, die ihn beobachten, und dann war er vorher Party machen, und dann ist er einfach am Arsch. Saufen, trinken, ja. Gibt's aber viele von, ne? Also auch mit mir in meiner Jugendzeit, zu meiner Jugendzeit in Freiburg, gibt's viele, wo ich sag, die talentierter waren, viel talentierter waren und viel besser sind. Aber work hard? Hard work beats talent. Ja, das ist ja der berühmte Satz. Ja. Also, es ist ja auch, das höre ich sowieso in jeder Sportart oder auch immer, man sagt immer, nicht der Talentierteste macht das Rennen, sondern der Disziplinierteste. Ja, ja. So. Und das, weil dein Talent nützt. Guck mal, jetzt heute sehen die dich und sagen, ey, der ist bei den Deutschen. Ja. Jetzt hast du es richtig geschafft. Jetzt geschafft. Das ist krass. Ich bin hier. Ja. Die wollen da eigentlich sein, aber geht nicht. Ja, ja. Okay, für 100 Euro können die auch kommen, aber. Okay, dann warst du bei der U19, ja? Genau, genau. Und da war dann so, wo dann auch für mich persönlich so richtig dann im Kopf war, so, okay. Ich bin Profi. Das war ja schon ein professioneller Lifestyle, den du dann an den Tag legen musstest, ne? Ernährung, Schlaf. Was heißt aber U19? Man lebt ein Fußballleben, nur dass man unter 19 Jahre alt ist?
Ja, ist halt die Jugend. Die Jugend, also die Jugend. Das ist wie beim Boxen, so Leichtgewicht, ja, Mittelgewicht. Ja. Ja, ja. So. Nee, da sind ja nur Gewichtsklassen, aber das ja, aber sag ich ja, ungefähr so, ja, dass du sagst, das ist einfach dein Bereich, ja. U19. Also ein 28-Jähriger kann jetzt nicht in der U19 spielen. Ja. Okay, aber die leben genauso wie die erste Mannschaft. Ja, ja, also bisschen. Haben die zweimal am Tag Training, haben die sowas? Nee, wir waren da mit 18. Okay, 17, 18, 19, da waren ja noch viele in der Schule, das Abi gemacht, dann war halt einmal am Tag Training, am Abend so um 17 Uhr, 18 Uhr rum, vormittags waren alle in der Schule. Aber fünfmal die Woche auch? Ja. Boah. Auch, und dann Samstag spielen, ne? Genau. Und dann ich kenne mich ja nicht so krass jetzt aus, so ein bisschen nur, so von, weil ich habe früher selber gespielt, so, aber nur Bolzplatz, ich war nie im Verein oder so. Und ist dann immer so, wenn ich irgendwas Falsches sage, direkt reingrätschen. Dass dann so zum Beispiel, man guckt dann in der ersten Mannschaft, also die du da im Fernsehen siehst, sagen dann, ey, wir gehen mal runter in die U19, gucken mal, was für neue Leute da gibt, um die neue Mannschaft reinzubringen, oder? Ja, also gerade in Freiburg so sehr jugendorientiert. Sehr jugendorientiert, sehr viele, klar nicht die finanziellen Mittel gehabt, oder auch immer noch nicht, um Spieler zu kaufen, sondern es war wirklich ein Ausbildungsverein, wo du aus der Jugend schöpfen musstest. Mainz auch, ne? Mainz macht Mainz das auch. Ist zum Beispiel, genau, Mainz 05 ist auch so ein Verein. Schalke eigentlich auch. Okay, die hatten aktuell vielleicht jetzt nicht mehr so, aber die hatten die finanziellen Mittelspieler zu kaufen. Aber die haben auch viel aus der eigenen Jugend geholt. Bayern eher weniger. Aber die haben auch so ein Internat, ne? Die haben ja mittlerweile alle in Deutschland. Ja, ja, da gab es einen Skandal vor einem Jahr, wo es rauskam, dass einer, der das entscheidet, dass die immer hochkommen oder aus dem Internat rausgeschmissen werden, der sehr rassistisch war. Kam ja raus. Ich hab da mal was gelesen. Ja, ja. Es gibt Rassismus in Deutschland? Das halte ich für weit hergeholt. Ja, ich glaube, das habe ich mal gelesen. Aber ich glaube, der wurde dann auch Der wurde rausgekickt. Ja, aus Solidarität natürlich. Okay. Wo spielt Freiburg eigentlich? In welcher Liga? In der Bundesliga. Bundesliga? Ja. Echt? Ja. Die sind sogar mittlerweile sehr gut geworden, ne? Ja, ja. Die letzte Saison war echt gut. Ja. Wie lange hast du für die gespielt? 12 Jahre. Hä? Oder, ja, also. Ach so, wenn man alles benimmt, ich wollte gerade sagen. Okay, nicht, ja, also du warst nicht 12 Jahre. Also meine komplette Jugendzeit in Freiburg gemacht. Ja. Und dann wo bist du hin? Dann mal 2 Jahre nach Paderborn ausgeliehen. Ja. Was auch sehr erfolgreich war, auch eine sehr schöne Zeit. Das war auch so die blütende Zeit der Paderborner, oder? Ja. Also die sind da gerade auch. Aber wir sind dann auch wieder abgestiegen. Ja, das ist egal. Warst du da, als sie abgestiegen sind? Ich bin mit aufgestiegen und wieder mit abgestiegen. Okay, das ist nicht so gut, aber das ignorieren wir. Ja, okay. Schneiden wir raus. ja, 2 Jahre in Paderborn gewesen, ausgeliehen und dann wieder zurückgekommen, letztes Jahr im Sommer. Das heißt, du bist, wie jung warst du, als du Profi geworden bist? 20, 21. Okay, ist das so das normale Alter? Ich kenne mich ja nicht so aus. Es gibt ja einen, der sogar 16 ist oder ja, so. Ja, ich glaube, nach unten hin gibt es mittlerweile keine Grenzen. Ist Ansu Fati nicht 16 oder so? Oder war 16? Mokoko. Von Dortmund. Dortmund auch. Ja, aber Ansu Fati auch. Das ist der Jüngste, glaube ich, gewesen. Ja. Ansu Fati war, glaube ich, der Jüngste. Aber dann müssen deine Eltern den Vertrag unterschreiben und so, ne? Ja, ja. Zu der Zeit gab es noch keine Verträge. Ja, ja. Also du hast dann vielleicht so einen es gibt Fördervertrag auch einen Mokoko, der sollte eigentlich irgendwie doch 12 sein. Dann haben die gesagt, die haben in Afrika irgendwie seine Ausweis gefälscht. Das ist aber stylisch. Da gab es ja so einen Genetiktest sogar, habe ich gelesen. Ne? Das feier ich. So, das feier ich. Was? Dann haben die so einen Knochentest, meinst du? Knochentest, ob der wirklich 12 ist oder Ding. Dann haben die bestätigt, nee, der aber ist doch 12, 16, man sieht das doch. Nee, bei dem Bruder, der sieht aus wie 25. Aber der ist also sehr, sehr talentiert, sehr gut. Ja. Der hat ja in der Jugend alles zerschossen. Aber weißt du, der krass ist, der einfach so. Also guck mal, ich bin da nicht drin. Bitte beleidigt mich nicht, rastet nicht aus. Emre Mor, der ist irgendwie so gekommen, der war irgendwie gehypt. Und dann plötzlich war er komplett weg. Emre Mor hat bei Olympiakos gespielt. Nein. Ja, der hat da auch gespielt. Was ist mit dem passiert? Der hat sein Wagen steht sogar noch dort. Holt er das nicht ab? In Athen. Wir holen das ab für den. Ich hol das den ab. Steht bei einem Mannschaftskamerad in der Tiefgarage. Der sollte darauf aufpassen seit 2 Jahren. Aber der war einfach weg, ne? Der ist dann, glaube ich, von Dortmund nach. Wo ist er hin? Von Dortmund. Also, du musst, guck mal, da für ihn. Talent. Wir müssen das immer so erklären für ihn immer, ne? Ja. Weil er ist ja nicht drin. Der war so zum Beispiel wie der Mike Tyson gehypte Typ, der neues Talent, kommt, spielt in der Nationalmannschaft in der Türkei, spielt bei Dortmund und plötzlich war der weg. Was heißt weg? Wo ist der nach Dortmund hin? Was weiß ich. Aber warum ist der dann weg? Ja, der hat so nur gefeiert, gechillt, war. Dieser Lifestyle, war der nicht lange hält. Nein, also war frech im Training, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, war frech zum Trainer, hat gemeint, ich komme nicht zum Training, ich brauche nicht, ich bin talentiert, ich bin der King. So. Das hast du gelesen? Ja. Das
Das habe ich gelesen. Hab ich nicht gehört, oder nicht, dass er uns anzeigt wegen Diffamierung. Was soll er anzeigen? Versteht doch kein Deutsch. Ich glaube, ein bisschen schon, oder? Ja, das bisschen. Ein bisschen schon. Aber der ist dann glaube ich, zu Galatasaray. Ja, aber von da ist er auch wieder weg. Ja, und dann war der bei Olympiakos. Ja. Und jetzt ist er, glaube ich, in Villa. Celta Vigo. Celta Vigo. Bei Celta Vigo spielt er jetzt, ja. Ja. Okay, ich guck mal, wo der jetzt ist. Das interessiert mich. Der ruft ihn jeden Tag an, hol dein Auto ab, hol dein Auto ab. Bitte. Geil. Okay, dann bist du zu Paderborn, dann warst du 2 Jahre da. Genau. Und dann? Ja, bin Celta ich Vigo. Jetzt gerade, ne? Genau. Mhm. Dann bin ich letzten Sommer, war die Leihe fertig. Ja. In Paderborn und dann bin ich offiziell wieder Freiburg-Spieler gewesen. Ja. Nur für ein paar Wochen, während dann die Vorbereitung war und das Transferfenster. Und dann bin ich zu Olympiakos Piräus gewechselt. Und dann bist du jetzt in Aber ich glaube, der ist vereinslos gerade. Da steht Leihende. Was heißt das? Das heißt, der ist. Ach, der ist von Olympiakos ausgeliehen. Die Leihende bei Celta Vigo. Also ist er wieder zurück. Müsste jetzt wieder zurückkommen zum. Ich glaube, Olympiakos ist der ausleihende Verein. Oder der. Oh, ja, der ausleihende. Ja, genau. Ja. Ja, also die Griechen leihen sich ja viel. Da geht der Geld. Nein, die haben ihn verliehen. Ja, die haben ihn verliehen. Ja. Ja. Es war so ein Leasingvertrag. Leasing und so. Bei 10.000 Kilometern muss er zurück. Ja. Wartung. Und dann ab wieder in die Mannschaft. Und du spielst jetzt für die tunesische Nationalmannschaft, ne? Ja, seit. Ich habe schon in der U17 gespielt. Dann die U17-WM gemacht mit der Nationalmannschaft. Und seit 2 Jahren. 2,5 ungefähr für die Nationalmannschaft. Geil. Tunesische Nationalmannschaft, Jahreslohn 17 Euro. So. Da gibt es keinen Lohn. Da gibt es eine Monatskarte. Du mit dieser bezahlt. Das ist kein Lohn. Kriegst du, ja, für die Zeit, die du halt dann da bist. Wie ist es so, für seine Nation spielen zu können? Wie ist das Gefühl? In meiner Brust schlagen ja 2 Herzen, ne? Ja. Du hast 2 Herzen? Bist du ein Mutant? Nein, das ist. Sehr schön. Erfüllt einen mit Stolz. Ja? Ja, definitiv. Guck mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil, guck mal. Wir gehen du bist ja so ein Held dann für die Tunesier. Ja, genau. Wir gehen ja zum Beispiel. So wie Osama Bin Laden. Aber das Problem ist. Ich enthalte mich. Ja, ja, ganz klar. Ich auch. Ich kenne den gar nicht. Bei Spotify. Ich kenne den. Nee, ich check nicht. Bitte, Bruder. Nein. Weil dann bestätige ich das. Ich check dir wegen was anderes ein. Wegen den Zehen. Ja, wegen den Zehen. Ja. So, Warte. Okay. Ach, so, du spielst jetzt für die tunesische Nationalmannschaft, ne? Ja. So, den Lohn kann ich den Scheiern. Der Scheiern kann den ja auszahlen, praktisch. Ich hab das Geld für die Saison. Okay, jetzt kommen so Fragen von einem, der gar keine Ahnung hat. Kann Tunesien mit dir Weltmeister werden? Oder ist das so? Mit mir? Ja. Also ob ich Tunesien zum Weltmeistertitel klar. Kann. Wenn nicht du, wer sonst? Können die Afrikameister werden? Ja. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Waren die schon oder nicht? Waren wir schon, ja. Wann? Wir waren jetzt beim letzten Afrika-Cup 2019 in Ägypten, war da, wir sind im Halbfinale rausgeflogen. Echt, gegen wen? Senegal. Schade. Wer hat gewonnen? 2019? Algerien. Algerien? Ja, ja. Niemals im Leben. Die haben den Schiedsrichter entführt. Nein, wirklich verdient. Ja, ja. Echt jetzt? Ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt. Aber spielt in Ägypten nicht Mo Salah? Mhm. Aber müssen die dann nicht alles... Ich habe keine Ahnung, aber die haben ja so den Superstar. Ja, guck mal, du kannst ja Ronaldo nehmen. Aber überall Superstars mittlerweile. Also Afrika, man muss wirklich ehrlicherweise sagen, Afrika ist nicht mehr... das Afrika von damals. Das Afrika von damals. Also das wirklich in Afrika ist... In Ghana bestimmt, in Senegal. Also du hast in Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Ghana, Senegal. Richtige Superstars. Spielen alle in Europa, spielen auch in Premier League. Ja, überall. Also ist wirklich, das Niveau ist... Der aus Frankreich, wie heißt der? Der so sympathisch ist. Conte. Aus welchem Land ist der? Der ist Franzose. Also der spielt für Frankreich. Ah, okay. Sonst würde er normalerweise spielen für... Ich weiß nicht jetzt. Mali, Senegal. Jetzt habe ich dich... Ich weiß es auch, ich weiß auch nicht. Ja, kennst du alle. So. Okay, Halbfinale. Wann ist der nächste Afrika-Cup? Jetzt im Januar. Also kommenden Januar. Wow. Und wie ist das dann? Musst du dann für Griechenland spielen oder musst du für die Tunesien? Nee, du wirst dann freigestellt. Okay, dann spielst du für Tunesien. Genau. Okay, und dann Ziel ist Afrika. Tunesien spielt so eine andere Position als bei dir jetzt in der Mannschaft? Nee, auch. Gleiche? Ja, ja. Okay. Okay, und dann können wir zu den Tunesien-Spielen kommen, nicht entscheiden? Zum Afrika-Cup. Wo ist der Afrika-Cup? Der ist im Kamerun. Ja, da komme ich doch gerne. Dieses Jahr. Nächstes Jahr. Der mag ja die afrikanischen Landschaften. Der ist so ein Natürtyp. Wenn's Natur. Wenn es Corona zulässt, gerne. Ja, bis dahin ist alles wieder offen. Bis dahin, das ist im Januar jetzt, ne? Ich denke mal, dass sie im August alles wieder aufmachen. Ja? Niemals. Aber weltweit?
Ja, ich denke schon. Ich denke, dass du uns auch Bruder, wieder... in Afrika haben die doch kein Corona, die überleben Ebola und AIDS, als ob Corona dir irgendwas ausmacht. Hast du mal unsere Kiste gesehen, wenn du das... Ja. Ja, guck mal, wir haben hier ein bisschen Kiste. Oh, ist doch aber gut, ey. Da dürfen wir keinen Humor mehr haben. Ja, aber du übertreibst, ja. Der Mann hat eine Karriere. Ist nicht wie wir. Ja, nicht wie du. Ich hatte mal einen. Plan B. Plan B. Plan B, Plan C ist geschrieben. Ja, ich sag ja die Sachen. Ja, aber... Oh, nicht, dass ich nicht aufgenommen wurde, ne? Das wäre natürlich gut für euch. Ja, das wäre super. Nein, wir hören dich ja nicht. Ja. Ich sehe es doch die ganze Zeit. Okay, ja, angeblich. Okay, wo in Kamerun. Lass uns hinfliegen. Genau. Aber müssen wir dann mit so einer Kamerun-Airline fliegen? Puh, da ist doch nur so ein Flügel am Flugzeug. Das ist doch so ein bisschen klar. Sowieso. Hey! Boah, das ist ja klasse. So. Jetzt alle nochmal. Hey! Das ist sowieso Business Class. Ja, aber Kamerun Business Class ist wie Deutschland hier fünfte Klasse. Nee, das nein, ist nicht. Nein, du weißt schon, die krasseste Airlines ist Singapur Airlines, ne? Ja, Singapur! Willst du Singapur mit Kamerun vergleichen? Ich finde, beide sind schöne Länder. Wieso ist Liechtenstein nicht bei der EM? Weil die 6 Einwohner haben. Wie soll das spielen? Die zweite, die da wohnt, oder was? Die Qualität in Europa ist schon zu groß, ne? Für Liechtenstein. Also, wenn du mal guckst, wie viele Nationen in Europa auf Weltklasse-Niveau unterwegs sind. Pff, okay. Schon sehr viele, ne? Wieso ist das so? Ist dein Handy? Ja. Okay, wenn ich, guck mal, ich habe jetzt einen geilen Plan. Mhm. Jetzt ernsthaft. Ich und Cheyenne fliegen nach Kamerun. Cheyenne, hör zu. Ja, ich hör zu. Wir fliegen nach Kamerun und dann roasten wir jeden Tag. Wir gehen so zum Training von den anderen Mannschaften und sitzen da einfach nebenan und roasten die. Bah, guck mal, wie der läuft, guck mal, wie der aussieht. Aber du kommst gar nicht rein. Warum nicht? Ist ja überall abgesperrt, damit genau sowas nicht passiert. Ja, aber wir sind ja nicht irgendwer, wir sind ja die Deutschen. Ja, dann ist was anderes, wenn wir sind, so einem Voucher kommt. Ja, und so wir sind ja, dann ist klar. Wir haben ja eine gewisse Position. In Afrika. Ja, klar, in Afrika sowieso. Hast du gehört, Schein? Ja. Du hast gar nicht zugehört, mach doch nicht dieses gestellte Ja. Doch, ich hab zugehört. Okay, dann wiederholst. Ich finde das sehr respektlos. Das geht so direkt davon aus. Und zerbricht, hast du irgendwas? Ich möchte gerne, dass du weiter erzählst. Ja. Okay, Afrika Cup. Das heißt, der ist im Januar in Kamerun. Genau. Wie lange geht der? Ein Monat? Ja, so wie die EM, ne? 5 Wochen. Yeah. Gibt es schon Favoriten jetzt, dass man sagt? Algerien wahrscheinlich. Ja, Algerien. Algerien ist seit dem letzten Afrika Cup. Ah, wieso Algerien? Die sind echt gut. Bis jetzt ungeschlagen. Aber wir spielen jetzt nächste Woche gegen Algerien. Freundschaftsspiel? Du auch? Ja. Jawohl. Ah, deswegen fliegst du nach Tunesien. Genau. Wir haben 3 Länderspiele jetzt. 3 Freundschaftsspiele gegen und Algerien. Kongo, Algerien und Mali. Jawohl. Gucken wir uns direkt mal an, oder? Ja. Wie lange bleibst du in Tunesien? 15 Tage. 14 Tage. Und in 14 Tagen 3 Spiele? Ja. Ist ja Misshandlung. Ja. Ja, das Fußballer-Lifestyle ist ja nicht mehr so. Ja, ist nicht mehr so einfach, so rosig. Einmal, ne? Ist mir so rosig. Ja. So. Wegen Corona ist jetzt, die Stadien sind ja leer. Ja. Da würde mich jetzt gerne interessieren von dir, macht das im Spiel was aus, wenn du die Fans nicht hörst und so? Oder hört man die gar nicht? Weil guck mal, ich kann mir das so vorstellen, wenn man irgendwann in der Competition ist oder so im Spiel drinne, dann blendest du ja alles aus eigentlich. Hast du, man merkt das oder bei deinen Mitspielern merkt man so, die Stadien sind leer, ey, dass da kein Feeling oder kein Vibe? Also ich kann da nicht für alle sprechen. Ja. Für mich persönlich, wenn ich in einem vollen Stadion gespielt habe, wie du sagst, so nach einer gewissen Zeit blendest du das aus. Da bist du, du bekommst dann auch, also wenn da so ein Raunen durchs Stadion geht, bei einer vergebenen Torschance oder so, das bekommst du mit. Aber jetzt so ununterbrochen das Fangesang und so, das blendest du aus. Also ich blende es aus, bekommst du so nicht mit. Okay, kannst du dich noch an dein schönstes Tor für dich erinnern, wo du sagst, boah, das war das schönste Tor, was ich jemals gemacht habe? Das schönste? Ja. Das war irgendwann in der Jugend, glaube ich sogar. Echt? Ja. Das war U17 WM, Tunesien gegen Japan. Was hast du gemacht? Erzähl. Boah, konnten die Japaner Karate? Die waren gut. Die waren sehr gut. Ja. Ja, die waren wirklich gut. Flink. Ja. Klar, hab ich auch bei tollen Fußballstars gesehen.
Wie bitte? So Basar Zoran. Ich bin gerade krass, die Erfahrung. Das Kickers. Das ist Kickers. Das ist nicht so Basar Zoran. Wenn wir weinen oder lachen. Geil. Ja, aber haben die Japaner so geschossen? Das ist Kickers. Super, Kickers ist ja. So immer der richtige Schuss, immer zur richtigen Zeit. Ja. Super. Haben die so gespielt? So mit Fallrückzieher ja, und klar. So springen so. Ja. Shanghai-Fußball gesehen. Ja, so, ja. Mit diesem, ja, Shanghai ist China, aber für dich ist ja eh alles gleich. Nein, das heißt doch so oder so. Nein, dieser Film. Nein, Shaolin Soccer meinst du? Shaolin Kickers. Ja, in Deutschland heißt es Shaolin Kickers, ja. Haben die Japaner so gespielt? Ja, klar. Mit Dreifachsaltos und Feuer und wie das dieser, Teufelsbrück. Der von City ist doch Japaner, oder? Kann das sein? Der von City? Wie heißt der? Spieler? Ja. Der musste sogar zurück wegen Militär. Das war Tottenham. Tottenham. Heung-min Son. Ja, genau. Ja, aber der ist, glaube ich, nee, Heung-min Son ist kein japanischer Name. Koreaner. Ja, Koreaner. Ja, sorry. Also wenn seinen du den Namen meinst, bei City, glaube ich, gibt's keinen Japaner. Ja, ich meine den, ich meine den. Aber ich glaube, der musste dann am Ende nicht gehen. Echt? Weil der hatte irgendwie, ein Abkommen, dass wenn er die Asienmeisterschaft gewinnt. Der ist einfach 50 Jahre alt und kann nicht mal einen Becher halten. Warum liegt das Klopapier hier griffbereit? Ja, für ihn. Der macht doch so eine grüne Waschung immer. Richtig dreckig, ne? Yeah. So. Siehst du, wie der ist? Auf jeden Fall. So. Ey, ihr seid so dreckig. Ich werde mir das zweimal angucken, wie das passiert ist. Dann werde ich das ausschneiden und zoomen und dir schicken. Warum? Einfach so. Warum bist du so? Ist das passiert, gell? Ich weiß es nicht. Ich war überwältigt. Scheiß Schönheit. Ich war überwältigt. Wovon? Von Scheiß Schönheit. So, Moment. So professionell. Kämpft man immer um die Startplatzierung? Oder ist das, wenn du einmal da drin bist, musst du eigentlich nur noch Leistung abgeben, dann ist okay. Oder kämpft man immer wieder, dass man in die Startelf reinkommt? Das würde mich gerne interessieren. Sehr. Boah. Oder wenn du nicht darüber reden willst, kannst oder willst, kannst du. Sehr schwierig. Dann lass das. Nein, also guck mal, na klar, bist du. Was soll das sein? Da ist noch, gell? Hier ist noch. Ja, hier, Bruder, kein Problem. Du bist ja gewöhnt, dass man für dich sauber macht. Ne? Mach ich gerne. Hast du eine Haushälterin? Ich bin 30 Jahre älter, aber ich mach sauber. Sag's lieber nicht, wenn der zerstört dich. Der hat's nicht gehört, lass es einfach. Ich hab keinen. Du hast gehört, ob er eine Haushälterin hat. Ja. Antworte mal, Moment. Hast du eine Haushälterin? Nee. Nein, ich hab keine Haushälterin. Sehr gut, das freut mich. Dass du so auf dem Boden geblieben bist, obwohl du mit Privatjet geflogen bist. Von Freiburg nach Frankfurt. Von Freiburg nach Wiesbaden. Ja. Mit einer Cessna. Ey, was ist mit dir los? Bist du nervös oder was? Setz dich ruhig. Ja. Lass mich sauber machen. Achso, nee, komm. Warte, wir haben 18.30 Uhr, du musst deine Tabletten nehmen. Der ist nervös. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Ja, natürlich hast du irgendwann. Geht. Hast du irgendwann deinen Stammplatz? Ja. Es gibt Trainer, die sagen, von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel musst du dich im Training beweisen. Es gibt aber auch Trainer, die sagen, wenn ich so den Kern der Mannschaft habe, dann ist. Weißt du, was ich lustig finde, Mohand? Ich sehe so jede zwei Wochen englische News. Ja, irgendwie drei Spiele hat nicht funktioniert, der Trainer wurde gefeuert. Ja. Warum? Was kann der Trainer dafür? Ja, ist leider bist du schon in einer Zeit, wo der Trainer sehr schnell. Also, erstmal bist du sowieso in der Leistungsgesellschaft. Ja. Also ist ja egal, ob du jetzt als Trainer oder als Spieler musst du ja Leistung abrufen, sonst bist du weg. Ja, klar. So, ist ja auch bei jedem Job so. Außer bei uns. drei Monate keine Leistung, trotzdem irgendwie da. Ja. Irgendwie da. Und klar, der Trainer ist halt so der Erste, ne, den du abschießen kannst, der was ändern muss. Ich meine, entweder du tauschst den Trainer aus oder du tauschst halt den ganzen Kader aus. Das ist wahrscheinlich teurer dann, ne? ist wahrscheinlich ein bisschen teurer. Also entweder du tauschst halt den Kopf, den vermeintlichen Kopf der Sache aus. Okay. Kann ich auch meinen Kopf austauschen und dann den gleichen Körper behalten? Bestimmt. Willst du einen anderen Kopf oder einen anderen Körper? Einen anderen Kopf. Warum? Obwohl, nee, mein Kopf ist noch ein anderer Körper. Ich habe ja so ein T-Rex. Ja, nein, ich bin so, lass es. Ja, was lass ich? Lass es, Bruder. Ja, okay. Wenn du ein bisschen Tarot hast. Lass es. Ein bisschen. Lach leer. Wo hast du diese Narbe? Fußball. Jo, aber du hast jetzt eine Axt ins Gesicht bekommen. Ja, was ist das denn?
deutsche Fußballer-Taxen. Junge, die geht einfach so. Aber was hast du gemacht? Ich hab Glück, dass sie nicht durch die Augen hast du gegen den Nashorn-Fußball gespielt, Alter. Durch die Augenbrauen hättest du ja Rap machen können. Oh, wir werden wieder so viele Probleme kriegen. So. Wen meinst du? Warte, also so bist Spruch? Du hingefallen? Oder nein, nein, Kopf an Kopf. Kopf an Kopf? Ja, ja. Also, ich wollte den Ball köpfen und der ist mit, ich bin ihm in den Hinterkopf hat's geblutet? Ja, ja, ist offen, das hang so runter. Aber boah, wie gesagt, oder hing so runter. Ich habe Glück, dass es nicht durch die Augenbraue ist. Ja. Ja, ist eine schöne Narbe. Ja, aber die Narbe ist stylisch. Was mich jetzt interessieren würde, wenn man so deine Herkunft betrachtet, also die andere Hälfte. Welche Hälfte? Die andere. Die deutsche? Ja. Nein. Die arabische? Ja. Okay. Da hast du wahrscheinlich... Richtig aus, ja. Du weißt, jetzt geht's da rein. Aber, du hast wahrscheinlich so 300 Cousins und Cousinen. Es geht, es geht. Ja, es geht heißt es also geht nur 100. Ja, okay, nur 100. Sagen wir mal, es sind 100. Sagen wir mal, es sind 100, okay. Ja, ja, das ist ja sowieso mehr. Okay. 17 Schwestern. So. Okay. Mein Vater war aber fleißig. Ja, ja, Respekt, Bruder. Respekt, schwör. Auf jeden Fall Brutmaschine. Ist es so, dass sie dann sagen so, ey, Schuf, Cousin. Gib mal so ein Ticket, nimm ich mal mit, Freunde. Hast du das oder sind die so, ja, das ist mein Cousin, der spielt Fußball. Oder sind die wirklich so, die kommen, schicken dir ja, klar, Bilder. Der spielt tunesische Nationalmannschaft. Ja, deswegen frage ich ja. Also meine Cousinen und Cousins sind alle noch relativ jung. Ah, echt? Ja, okay. Ich glaube, meine älteste Cousine ist 14, 15. Ach, krass. Ja. Aber die kriegen das noch gar nicht so mit. Die bekommst du mit, weil die ist ja echt Fußball verliebt. Ja. Aber, die Jüngeren, ja klar, okay, unser Cousin, so, aber in dem Alter, also die leben in Tunesien, in dem Alter, also du redest ja von der Hälfte, ne? Ja, ja. Die Deutschen sagen, die sind korrekt, die kaufen Tickets, die kommen, stellen sich an, ja, wie es gehört, ja. Die kannst du nicht, also in so einem Stadion ist es natürlich immer gefährlich. Und in so einem hochexplosiven Umfeld, Tunesien, so, weißt du, da sind Länderspiele, sind da oft sehr temperamentvoll, auch mit den Fans drumherum. Echt? Wie politisch korrekt der das ausdrückt. Sag doch, dass das Asoziale sind. Also da fliegen auch manchmal Gegenstände, gegen Pyros und alles, ist ja logisch. Und da würde ich, da kannst du die eigentlich nicht ins Stadion. Ja, okay, ja, besser. Ja, ja. Und jetzt während Corona ist sowieso keiner im Stadion. Also klar, die waren schon ein, zwei Mal im Stadion, aber die bekommen dann Tickets, ja. So wie ich den kenne, der wird so Stress unter den Fans machen. Anzetteln. Der wird hingehen und sagen so, ey, hast du gesehen, wie die gerade ein Tor gemacht haben? Boah, das könnt ihr nicht. Und dann sagt er, was willst du eigentlich? Das hat der gesagt. Und dann fangen die an, so ganzen Stress zu machen. Und er geht dann einfach so raus, wie ein Wiesel. So, wie ein Wiesel macht dann Moonwalk. Ja, lass ihn mal in Griechenland besuchen. Ey, sehr gerne. Ja? Und einfach ja, seine wirklich. Karriere manipulieren. Ich hab's dir angeboten. Ja, stimmt. Athen. Ja, cool, dass du es ihm angeboten hast. Aber ist ja wie die ja, aber ich hab's dir geschrieben. Ja, mir hat weil das er so antwortet angeboten. Ja nicht. Ja, ja. Er antwortet ja nicht. Er ist ja, ich bin sehr viel am Arbeiten. Ja, ja, klar. Ja, ja. Wie in der Business Class, der wird bedient, kriegt so Flaschen gebracht ja. Und so. Boah, Schein, du hast ein Leben. Nein, wirklich, sehr gerne. Seid herzlich eingeladen. Ist eine geile Stadt. Ja, wir kommen mit Herz. Aber was kann man da so machen in Griechenland? Wir drehen da auch eine Folge Podcast. Ja? Ja, so eine griechische Folge. Ja, eine griechische Folge. Ja. Also ohne Equipment. Ja, ohne Geld. Ohne Geld. Ohne Budget. Aber wir leihen uns das Geld von Deutschland. Ey, guck mal, diese pleite Griechenland-Witze sind ja, die so. Die hören ja nie auf. Die ja. Sind einfach 20 Jahre zu ja, spät. Die sind am Kommen, ne? Die Griechen? Ja. Ja, wird ja auch mal Zeit, nachdem die ja. So gestorrt ja. Haben. Ja. Ja. Also sicher leben die von uns. Ja, sicher. Auf so einer Zeit. Ja, naja, Griechenland ist geil. Sind in der. Ja, ist ja klar, dass du das jetzt sagst. Sind nein, ernsthaft, wirklich. Wirklich, ist, okay. Wirklich geil. Wie ist das Wetter eigentlich so in Griechenland? Sehr gut. Winter auch? Nee, wir hatten dieses Jahr einen Tag Schnee. Wirklich. Voll, also lag einen halben Meter hoch ja. An der Küste. Einen Tag, am Tag danach war wieder alles weg. Hast du Herkules gesehen in Griechenland? Nee, aber ich war auf der Akropolis schon drei, vier Mal. Sehr schön. Wenn du ihn kennen würdest, der meint den echten Herkules. Ich schwöre, ja. Ich weiß, welchen? Ja, den Halbgott. Den Halbgott. Nein, ich bin den gibt's ja gar nicht. Was? Ja, nee, nur in den Geschichten. Den habe ich nicht kennengelernt. Nee. Natürlich gibt's den. Hast du den Disney-Film nicht geguckt? Mit wem? Mit Herkules. Ja. Und Pegasus. Ja, und Phil, nee. Dieser eine, der hat so einen Körper wie du. dieser Trainer von dem, mit dem halben Ziegenkörper unten. der sieht echt aus wie Scheiße. Der sieht echt aus wie du. Zeig mal. Ich schwöre, der Herkules trainiert im Herkules-Disney-Film. Sieht aus wie Cheyenne original hier. So, der ich lachen kurz.
mein Gott. Ey, Schei, bitte, bist das nicht du? Ja, das ist echt ich. Ja, aber der ist der King, der trainiert Herkules. Der ist sein Coach. So. Ja, stimmt, ne? Ohne den reißt, ohne den geht gar nichts. Guck mal, und Herkules, als er zu dem kommt, ist er noch so dünn. Und dann wird er so ja richtig muskulös. Ja, aber glaubst du, das war alles Training? Oh. Klar war das alles Training. Der Phil ist der Man, Junge. Heißt der Phil? Ja, der ist Phil. Nee, der hat irgend so einen langen griechischen Namen mit so 12 Silben. Und haben die einfach so Philomoptukus oder so heißt. Dann haben die ihn einfach Phil genannt. Was suchst du jetzt? Ich muss was gucken gerade. Oh, redet ruhig weiter. Ja, wie sollen weiter reden? Auf jeden Fall ist es so. In Griechenland, ne? Komm ich und Schein dich besuchen. Mhm. Dann kommen wir einfach mal zu so einem Spiel. Mhm. Dann gucke ich mir mal so ein Fußballspiel an. Warst du nie live? Nee. Im Stadion? Noch nie? Nee, ich glaube nicht. Am Fernseher? Nee, ich habe noch nie ein Fußballspiel geguckt. Echt nicht? Nein. Ich habe gar keine Ahnung von Fußball. Gar nicht. Der Sport interessiert mich auch nicht so. Ja, aber jetzt so WM oder so, nee, WM-Finale, da gucken auch viele Leute, die keine Ahnung von Fußball haben. Kommen dir die Szene bekannt vor? Boah, ist brutal. Alter. Du standst Modell, oder? Ja, genau. Ja. Das hast du jetzt gesucht. Wenn er eine Prothese braucht oder eine Füllung, macht er das Modell. Ja, das wenn ein Ei eine Prothese braucht. Hast du mehr Zähne als... Nein. Hast du schon mal nachgezählt? Ja, hast du ja gesagt. Aber ich habe echt viele Zähne. Der hat echt viele Zähne. Oder sieht das einfach so aus? Das nein, nein. Zähne. Ist keine optische Täuschung. Ich habe viele Zähne, ja. Wie geht... Also, das geht doch gar nicht, oder? Der beißt sich doch durch Holz. Wieso? Ich bin Termite. So durch eine Tür, Alter. Aber du hast doch nicht mehr... Doch, ich habe mehr Zähne als der normale Mensch. Ja. Wie viele Zähne hat ein normaler Mensch? 36? Na, 36? Oder 38? 32. Vielleicht. 32? Ja, und du? 32, siehst du? Aber plus Weisheitszähne? Sind es keine. Plus schon 32? Alle zusammen sind 32. Alle 32. Also im 4 Abzug 28. Und ich habe 64. Ich habe ja doppelt so viel. Was hast du? 64. Mach mal A. A. H-O, du bitte. Nein, du hast. Ich bin ein Hai. Doch, wie? Nein. Kannst du deinen Blick sehen, oder? Klar, du hast doch nicht mehr 10. Ich habe mehr 10 als du. Das zählen wir später nach. Ja, wir zählen nach. Das zählen wir später nach. So ganz genau. So. Du bist jung, ne? Ja. 24? Ja. Ich werde aber bald 25. Okay. Lädst du uns zu deinem Geburtstag ein? Wenn ich in Deutschland bin, ja. Warum nicht im Ausland? Warum nicht in Griechenland? Ja, weil ich euch den Aufwand... Wir kommen doch für dich. Der hat doch keinen Aufwand. Aber für den geht der nur Business Class. Ja, der fliegt ja nur Ach, Business. Ach, hör doch auf, das ist doch ja, der. Ja. Ich komme mit Fahrrad. Ja, Fahrrad. Ich schwöre, ich komme mit Fahrrad. Lädst du uns ein oder nicht? Lenk mich ab. Sehr gerne. In Griechenland. Okay. Du feierst ja. Und wie ich schon scheinbar... Apropos feiern. Wie kann man sich so einem, nach einem Sieg oder Meisterschaft oder wenn ihr so ein Spiel gewinnt, ein wichtiges Spiel, wie kann man sich das vorstellen? Was machen Fußballer danach? Nicht viel eigentlich. Echt? Ja. Keine Partys? Also man muss glaube ich, ein bisschen von diesen exzessiven Partys wegkommen, die man so als die man so im Kopf hat, wenn man an Fußball denkt. Aber wir haben alle vier Tage haben wir ein Spiel. Wenn du am Sonntag spielst und ein wichtiges Spiel gewonnen hast, dann ist am Dienstag, Mittwoch ist dann wieder Champions League oder Europa League und was willst du da Großartiges machen, ne? Ja, stimmt. Also machst du dann in der Kabine vielleicht nach dem Spiel ein bisschen Musik, die Stimmung ist gut, aber jetzt hast du da irgendwo... Wer sucht die Musik bei euch aus? Bei Olympiakos? Ist meistens Ruben Semedo. Okay, was spielt er so? Was ist Ruben Semedo, was ist das? Das ist Spieler. Was ist das? Das ist Spieler. Ja, ist das so, er ist Portugiese? Gott. Halb? Ja, und halb was? Kap Verde. Okay, das ist stylisch. Stylisch, ne? Ja. Aber er sagt immer, er kommt aus Amsterdam. Ja, was ist mit ich dem? Ich weiß nicht. Ja, okay. Der hat so Raster. Ja. Dass Leute behaupten, dass sie aus einem anderen Land kommen, obwohl sie daher kommen, kann ich gar nicht verstehen. Ja. Ja, ich bin Deutscher. Du brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ich habe ja Bezug zu Deutschland. Hm. Ich habe auch Bezug zu Griechenland jetzt. Ja, aber das ist so ein Asylantenbezug. Stark. Du bist doch so 6 Monate erst da. Du bist ja, aber ich habe jetzt Bezug dort. Ich arbeite dort, ich lebe dort. Bin ich Grieche? Nein, aber du bist ja erst 6 Monate da. Ja, ich bin länger. Wann bin ich Grieche? Ja, aber du kennst ja nicht die griechischen Traditional-Songs, oder? Ja. Also, die haben geile Songs. Echt? Ja, die haben geile Songs. Boah, wie positiv du über die redest. Ja, so. Es ist wirklich. Es ist wirklich. Wie lange musst du jetzt da bleiben? Muss? Ja. Wie lange möchtest du da bleiben? Locked up, don't let me out. Locked up, don't let me out. Ich habe einen 4-Jahres-Vertrag. Der ruft irgendwann über so Videotelefonie an. Ich sag, Mo, was geht? Der sagt, fuck around, get locked up, let me out. Ich habe einen 4-Jahres-Vertrag. Musst du den erfüllen?
Nee, kann einfach raus, wann er will. Nee, ich frag also hier. Ich gehe so aus dem Handyvertrag, einfach raus, ich hab keinen Bock mehr. Ja, es gibt ja Sonderkündigungsrecht. Über Abo-Anlauf kann er kündigen sein Fußball-Kündigungsrecht, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Nein, so. Nein, ich hab... du hast immer ey, du stellst Fragen. Ja, aber das ist dass du hast wirklich gar keine Ahnung. Ja, der beste Fußballjournalist. Ja, ja, krass. Ist ja unterhaltsam, oder nicht? Du hast ja heute gegen Ronaldo gespielt und so. Ja, ja, klar, es war für mich eine Ehre. Ja, gut, du heirat den doch. So. Du hast den heirat den doch. Okay, du hast den Vierjahresvertrag. Ja. Den musst du erfüllen, richtig? Außer wenn der Sonne gibt. Also klar, natürlich musst du deinen Vertrag ausfüllen. Ja. Natürlich musst du deinen Vertrag ausfüllen, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten, während einer Saison zu wechseln. Kannst du dich krank schreiben lassen? Ja klar. Ist ja ein Arbeitgeber. Ja, also. Aber die testen das ja. Ja, die haben ja eigene Ärzte. Ja, eben. Also. Okay, was ist, wenn jetzt Moskau kommt und sagt, wir geben dir 5 Milliarden Euro, ja, klar, wenn du zu uns kommst? Dann nimmt der Verein Geld und sagt, jalla. Also wenn der Verein mich verkauft. Und wenn der Verein sich nicht verkauft? Dann gehst du nirgends ein Problem. Dann musst du auf das Geld verzichten. Ja, klar. Also du bist ja angestellt bei dem Verein. Der hat dich ja auch gekauft. Du gehörst dem also Verein für Jahre. Kaufen. Ja. Also so bist du käuflich. Also bist du käuflich. Ich gebe dir das Doppelte, wenn du hier im Podcast sitzen bleibst. 4 Jahre lang. Das Doppelte. Ja. Inshallah. Ja, also ich musste, natürlich muss ich den Vertrag ausfüllen. Ist gut, oder sein Scheißvertrag. Ist gut. Redet ihr die ganze Zeit über seine Verträge? Wir wollen gar nichts davon wissen. So, aber wenn was anderes, 3 Stunden Podcast nur über Vertrag. Okay, das heißt, wenn du da fertig bist, bist du wie alt? In 4 Jahren, vielleicht 28. Bis 28, ne? 28. So. Da bin ich ja schon über 60 und ja. Ja. Okay. Also hast du noch 3 Jahre jetzt, um mich in Griechenland besuchen zu kommen? Ja. Ja. Aber wenn es so geht wie mit den Podcast-Folgen, dann wird's echt. Dann wird's das ist geil. Das oder? Ist echt geil. Ja. Nee, für sowas sind wir direkt da. Ja. So viel Spaß sind wir direkt da. Wir haben Dubai innerhalb einen Tag gebucht. Ja, da. Spaß 2 Wochen war das Podcast. Ja, ja. I'm rich, bitch. Hey, yeah. Du bist auf die Treppe hinten. Und dann noch, diese Fake-Story. Ab jetzt wöchentliche Podcast-Folge. Ja, ja. Nein, aber wir haben das in dem Moment ernst gemeint. Wir sind ja keine Lügner. Ja, nur die Umstände. Warum postet ihr das dann? Nee, wir äußern das so gar nicht. So, mein Straßeninterview kommt ja auch jeden Montag um 20 Uhr. Poste ich das gestern. Straßeninterview um 20 Uhr, ne? Schreibt jemand einfach, bei dem muss man echt inshallah sein. Oh Mann. Ja, wir sind so. Aber guck mal. Wir leben in den Tag hinein. Nein, das stimmt nicht. Zu unserer Verteidigung. Zu unserer Verteidigung. Da fühlt das Mikro. Ja, richtig. Ja, wo ist mit James Brown? Der hat gesagt, geh mir mit dem Mikro. Geh mir mit dem Mikro. Ich denke, ich bin mein. Ich denke, ich bin mein Band Aid, so bei 84. Bei Mama muss man rangehen. Hallo? Wer ist das? Mama. Achso, Mama. Hallo? Muss man immer rangehen. Mama? Jetzt müssen wir leise sein. Geht nicht. Habt ihr das auch seit ein paar Tagen? Nee. Deinem griechischen Vertrag. Nein, unsere Verträge sind gut. Die gehen nicht 4 Jahre, sondern nur 2 Jahre. Deutscher. Hallo? Ah, Ami. Warahamdul. Anisel. Anitau auf dem Podcast, Manizaru Ushayan. Sag nicht seinen Namen. Hi, Kadelina. Farrej. Be. Ay, Hamelt. Aber Mama, ich bin live jetzt, gell? Ich bin live. Ja. Ciao. So, wo war ich stehen geblieben? Achso, zu unserer Verteidigung. Ja. Man muss ja auch das Kind beim Namen nennen. Ja. Und das jetzt, ich will jetzt nicht bemitleidet werden oder dass wir Opfer sind, ja? Aber es ist ja auch mal so. Dass wir wirklich Opfer sind. Nein, das ist wirklich. Wir sind ja wirklich, wirklich komplett allein. Das heißt. Wir haben kein, okay, du hast ein Management, aber die machen ja nichts für den Podcast. Die sind ja für seine Comedy-Sachen. Also wir haben niemanden. Keinen für Social Media, keiner, der Videos schneidet, der postet, der hochlädt, der Werbung macht, der was organisiert, Kooperation macht. Das machen wir alles. Also ich. Ich wollte gerade, okay, der beschwert sich immer nur, dass er herfahren muss.
Ja, so. Bruder, ich war 7 Jahre. Ja. Du denkst auch so, das ist ja, nee. Länger als die Reise nach Tibet, Junge. Nein, also guck mal, Kooperationen sind so. Ich werde immer ein Jahr älter mit jedem Fall. Kooperationen sind so, ich kriege eine Anfrage, ich sag, ich melde mich gleich, dann schreibe ich ihm, er antwortet am nächsten Tag und dann antworte ich denen, die sagen, oh, Kooperation zu Ende, die vor einer Stunde sich melden müssen. Wir haben sehr viel zu tun, sehr viel Stress. Dann kommt ja noch dazu, der ist ja ein erfolgreicher Comedian. Ja. Und ich bin ein erfolgreicher YouTuber, der sehr viele Formate hat, die ausgeklügelt werden müssen und konzipiert werden müssen. Ist ja nicht so, dass ich einfach auf die Straße gehe und irgendwas lade. Ja. Nein. Das ist ja richtige. Dann kommt ja noch dazu, dass wir irgendwie versuchen, der arbeitet ja noch bei Lieferanten. Und ich bin der ägyptische Hotel. Ja, und ich arbeite in der Shisha-Bar als Shisha-Mann. Nebenbei noch. Nebenbei, ja klar. Kannst ja sowas nicht tragen, von wo kommt das her? So, und wir sind echt alleine. Also, wenn es ein Management... Was macht Fasan? Allein. Fasan hängt doch nur mit Scheiern rum. Ja, der hängt nur ab hier. Der ist Jurastudent und hat Zeit. So. Fasan studiert Jura, ne? Ja. Studiert Jura. Der schreibt dieses Jahr sein Examen und ich hoffe, dass er es schafft und er wird es schaffen. Und damit dann, er euch die... Dann holt er uns raus. Kooperation wieder zurückholt. Ja, wir kriegen ja nur klar. Dann kommt es ja noch dazu, wir kriegen ja immer jede Woche eine Anzeige. Jetzt mal ernsthaft. Also, ich frag dich. Ja. Du bist der ist offline, aber du bist online. Ja, genau. Sehr gut. Sehr stark. Ernsthaft? Ja. Bekommt ihr wirklich? Nein, gar nichts. Also, ich bin ja angezeigt worden. Naja. Läuft ja momentan noch gegen mich. Ich bin wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Weil du was im Podcast gesagt hast? Nee, zum Glück nicht. Das war so sein Mist. Das war auf seinem Mist gewachsen. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist ja nun mal so. Ja? Ich bin ja ein Menschenfreund. Ja. Du bist ein Mann des Volkes. Guck mal, der macht das. Kennst du Leute, die geschlagen werden wollen oder so Kerzenwachs auf die Brust haben wollen, so dass es für ihn... Du legst gern Feuer. Ja, er legt. Ja. Ich mag das. Er mag das, so wenn jemand sagt, ich hasse dich, dann macht er, ja, geil. So, und dann schreibt er zurück, warum hasst du mich denn? So, der mag das. Ich bin so einer, ich möchte gern was essen. Ja, aber im Privaten und ich ist er der Asus. Hast du gesehen, wie er privat ist? Das stimmt nicht. Ja, klar, das ist eine Lüge. Das ist keine Lüge, du bist der Schlimmste aber, von allen. Aber er hat's du würdest verstanden. Gesteinigt werden in 7 Ländern für die Aussagen, die du tätigst. Ich sag ja nichts Schlimmes. Aber er hat's verstanden. Ja. Er hat das Game verstanden, muss man sagen, ne? Ja, man muss so link sein. Nein, du musst einfach nur... Aber er muss... Was ist das? Ja, dieser Move, Alter. Ja! Yeah! Every kid, no name, Agayola. Body shake and Luca. So, du hast es halt noch nicht English verstanden. English name für Iona. Ja, aber das Lied ist geil. Das war unser Dubai-Lied. Das war unser Dubai-Lied. Ja. Aber hey, jetzt... Wie könnt ihr das alles tragen? Du sagst ja, das lässt sich nicht alles von alleine tragen. Ja. Wie lange warst du jetzt in Dubai? 2 Wochen. Das stimmt nicht, der war nicht 2 Wochen in Dubai. Doch, wir waren 2 Wochen und er war vorher? Ein Monat da. Und dann bist du nochmal zurückgekommen und wieder hingeflogen? Ja. Echt? Ja, ja klar. Bruder, das ist der deutsche Jimmy Fallon. Ja, das ist... Nur ohne Geld, Ruhm und Sendung. Guck mal, ich erkläre dir das mal. Das ist ein ganz einfaches System. Guck mal. Lass mal harte Arbeit und, keine Ahnung, gutes Finanzmanagement, alles weg. Mhm. Mit der Kreditkarte habe ich 2 Monate Zeit, das zu machen. Er ist ehrlich. Yeah. Ich zahle das erst in 2 Monaten. Deswegen kommen ein paar Folgen. Ja, aber das ist ja, guck mal. Deswegen kommen auch nur ein paar Folgen. Guck mal, aber das ist ja der Style. Er verschuldet sich, weil dann ist er gezwungen zu arbeiten. Ja, das ist der Style. So mache ich das auch. Ja, aber wenn du so durchkommst. Also mache ich das auch. Ich öffne meinen Kühlschrank und dann schätze ich ab. 3 Bananen, 9 Tage. So, ja. Wenn ich jeden Tag, so, Bananen Stück, wenn ich jeden Tag so ein Stück esse. Der ist ja so komisch. Ja. Ich habe so. Ey, der hat mir vor ein paar Tagen, war das? Vor 3, 4 Tagen? Ja. Ja. Ey, ich habe 5 Kilo zugenommen. Ja, ich habe 5 Kilo zugenommen. Ja. Sag ich, ja, wie viel? Ja, ich wiege jetzt 69. Sag ich, will wieder runter auf 64. Ja. Und er hat in Dubai 39 Kilo Mozzarella-Sticks gegessen. Und 8 Kilo Kalamari. Wie viel hat es gekostet? Da ist Mozzarella, das kostet 3 Euro. Für Dubai ist okay. Für Dubai ist okay. Ja, für Dubai ist okay, stark. So, ey, Gott sei Dank war Erik nicht mit. Ja, wir wären ja arm geworden. Erik hat ja noch geschrieben, ey, demnächst komme ich mit und sag, naja, bleib mal weg. Bleib mal weg. Aber sieht doch gut aus. 69 Kilo, hätte ich mal am ersten Tag sehen. 69 Kilo, ja, aber ich will so auf, ich will so. Ich mag say low hand mäßig. So verrückt.
So dass die Leute mich sehen und sagen, ey, der stirbt in zwei Tagen. Ja, ja. Der hat nur noch 48 Stunden zu leben. Der will ihn nur willst. Der will in diese Rihanna-Zeit, wo Chris Brown die noch hier auf die Fresse gehauen hat. Ja, so. Da will er hin. Ich enthalte mich, die Aussage kommt von Schein. Ja, ja, da will er hin. Nee, da will er hin. Achso, da, das. Da will dieses, aber ist doch gut. Was sagst du? Jetzt ernsthaft? Ja, der übertreibt. Der muss immer extrem alles machen. Ich bin ein Extremmensch in allem. Du trinkst viel Cola, ne? Nein. Nee, überhaupt nicht. Ey, du hast so ein richtig schlechtes Image über mich verkauft. Also erstmal, durch dich nennen mich alle ägyptische Hotelanimateur. Egal, was aber ich das sage. Ist weg, du, weil du jetzt wirklich ein Influencer bist. Stimmt. Ey, egal, was ich mache. Stimmt, stimmt. Du bist wirklich ein Influencer. Ja, ich hasse euch beide. So. Aber nutzt doch mal deine Reichweite. Bruder, komm, nee, der ist so der Rambo auf der Influencer. Ja, ja. Er braucht niemanden, er braucht nur ein Knife. Dass er durch den Wald geht. Drei also, Bananen für 9 Tage. Drei Bananen für 9 Tage. Ich bin ein G und so. Aber nichts zum Fressen auf dem Teller. Genau so. Ey, ich hab 100.000 Euro abgelehnt. Echt? Du, wie zahlst deine Miete? Keine Ahnung, aber sag mal. Ey, Bruder, ich hab ein Angebot von 100.000 bekommen. Der hat ein Angebot von 100.000 Euro bekommen. Ja, ja. Für einen Werbedeal. Nee, so für eine kleine Sendung. Ja, aber das ist ja natürlich nicht da so. Da hat er abgelehnt, Und dann, wir steigen ins Auto, der ist so Tupac an, can't see me, es geht richtig ab, ich sehe so Tank auf Reserve, Tank auf Reserve. Ich sag, Bruder, wie machst du das? Dispo, sein Fall, und ey, wow, jetzt geht's ab. Aber das halt nicht sagen, ne? Nee, ernsthaft. Ich hätte die angenommen und gesagt, Bruder, du weißt, ich bin Iraner, was soll ich machen? 100.000 Euro, ernsthaft. Ja, da wirklich. Ich glaube, das ist nie für eine Sendung. Für einen Auftritt? Ja, ich kann jetzt nicht so genau darüber reden, aber ich erzähl's dir nachher. Aber du hast abgelehnt. Ja, ja. Ja, ja. Er hat abgelehnt. Aber dir geht's gut. Nein, mir geht's nicht gut. Dem geht's gut. Guck mal. Ja, nee, wenn, so aber der würde gerne 100.000 Euro ablehnen. Was? Der trägt so ein Human Rights Shirt oder was da steht. Ja, ist von Pharrell Williams. Pharrell Williams. Die Kollektion. Hey, Pharrell Williams altert auch nicht, ne? Ne, ist wie ein Vampir. Der ist echt ein Vampir. Wieso altert der nicht? Das ist wirklich Pharrell Williams. Echt? Ernsthaft? Ja, das ist die Kollektion von Pharrell Williams. Was steht da drauf? Küsst seinen Fuß, Alter. Das ist, von Adidas, so ein Limited Edition. Was labert der? Hier, guck. Ernsthaft? Krass. Was steht da drauf? Human Race. Human Race, du bist auch Human Race? Ja, was weiß ich. Ist das so eine iranische Bohnensorte oder was? Ja, was soll ich? Ich kann nicht Englisch anlassen. Die denken alle, ich bin ein Lügner. Ey, warum laden wir Pharrell nicht ein? Ja, hast 200.000 Euro? Ich schwöre, ich zahle den. Ich gebe den 200.000, wenn er kommt. Kommt er dann? Nur für die Podcast-Folge? Ja klar, aber dann müssen, nur wenn Schein Englisch redet, die ganze Folge. Aber ich sag so, hey, yo, das ist ein Nerf-Free. Aber wie viel bringt er wieder rein? Gar nichts. Zehntel davon. Aber egal, ich setze das von den Steuern ab. Was? Ja. Das ist zum Beispiel, die ich jetzt anhabe, in beige. Der hat eine Kollektion. Ein Anruf. Bei, der, ja? Hat eine, der hat eine Kollektion. Bei, da. Das willst du ihn fragen? Ja, ich frage ran. Wer ist das? Ja. Wegen dem bin ich zu spät. Walaikum salam. Jetzt werden wir doch gesperrt. Bruder, wir sind doch live am Podcast. Jetzt werden wir doch gesperrt, Mann. Ey, wegen dir ist der Mohammed zu spät gekommen. Was ist das für ein Verhalten, Junge, was du hier an den Tag legst? Das war kein gutes Verhalten. Ja, das, ey, ein Algerier, der was zugibt. Das ist eine Premiere. Das, ist so eine das müssen Masche. Wir einrahmen. Das ist so eine Masche. Ich kenne euch doch. Euch? Ja, ihn. Ja, genau. Ja, aber wo bist du denn jetzt? Ich bin hier in Frankfurt. In Frankfurt. Ja, guten Tag. Servus, hier, richtiger Hesse. Ah, sicher. Wo seid ihr denn in Frankfurt? Bruder, wir sind gerade in Main. Euch geht's gut. Muss er nicht arbeiten? Musst du nicht arbeiten mit deinem Franzosenhut? Nee. Das ist ein richtiger Algerier, Bruder. Ja. Ich merke schon, wie die Münzen aus meiner Hosentasche so weg. Willst du mit Mo sprechen? Mo hat mich bezahlt, damit ich an sein Handy gehe, dieser arrogante Sack. Ja, warte, ich gebe ihn dir. Hallo? Hallo? Ja. Digga, du siehst aus wie ein Internetcafé an dir. Hey, was geht? Leg lieber auf. Du musst auflegen. Du ruinierst. Durch deinen Anruf gehen hier einige Kooperationen flöten. Ja, die nächsten. Es sind schon zwei nach. Ey, wir sind der kooperationslose Podcast. Kooperationslose Podcast. Ja, la ciao, ciao. Ey, wir kriegen keinen einzigen Werbedeal. Ja. Kriegt man über Podcast-Werbedeals? Ja, andere schon. Ich glaube, das ging in deine Richtung jetzt. Mach doch keine Wunden auf. Warum machst du das? Nein, okay. Aber ohne guck Spaß? Mal, man könnte kriegen, Aber was soll das bringen? Geld. Geld. Ja, aber wo willst du, wie willst du in einem Podcast die Werbung einstellen? Ja, so wie alle das machen. Zum Beispiel mit einem Podcast. Ich höre euren Podcast.
Ich weiß gar nicht. Also, kommt zum Cut und dann sagen, yo, Chibo Kaffeebohnen, bla bla bla. Oder man sagt, der Podcast wird präsentiert von Isis. Ja. Aber ganz, ey, da brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine. Da wundert sich nicht, da ist doch geil drauf. Weißt du, wie er stolz mit den Leuten erzählt? Hey, wir kriegen keine Kooperation, weil ich so viel. Ey, Nisara. Ey, der Mo ist ein geiler Typ, ich schwöre. Das ist alles, was wir nicht sind. Reich, erfolgreich, gut aussehen. Ja. Das ist alles, was wir nie sein werden. Was? Ey, weißt du, was für ein Schein auch geil ist? Diese Momente lieb ich mit dem. Manchmal sind, liegen wir auf dem Sofa und dann guckt er mich an und sagt, Bruder, wir sind Versager. Und er dann so, ey, wir sind keine Versager. Guck mal, ich kenne den Moonwalk. Ja, ne? So, dann zeige ich den stylischen Moonwalk so. Oder umgekehrt hat mir das auch, der sieht mich so in meiner Depri-Phase. Ich denke so, ey, ich will mich erhängen. Dann lacht er mich erstmal schön aus. Und dann sind die immer motiviert und sagen, ey, nächste Woche ändern wir unser Leben. Wir schreiben uns so einen Plan auf so. Und davon erledigen wir original nichts. Aber dafür feiern uns unsere Fans. Das ist ja unser Style. Eben, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist locker unbeschwert. Heftig erfolgreich damit. Ja, wir sind so wie Lilo und Stitch. Ja, aber guck mal. Ja, bist du Stitch. Ja, und du 100%. Bist Lilo, du bist eine Frau. 100%. Hast du mal Stitch gesehen? Aber Lilo ist doch. Lilo ist ein Mädchen und, ja, Stitch, und Stitch ist. Stitch ist doch cooler. Warte, ich zeig dir mal Stitch. Achso, du hast Lilo und Stitch einmal in deinem Leben, ja, geguckt. Klar. Du, ja, hast Stitch doch das kleine Alien da. Ja, dieser blaue. Die beste Stelle ist, wo Elvis läuft, ja, und der haut es dem Typen, dem Jungen, am Kopf. Und da guckt er so richtig an die Saar. Aber ich liebe, der geht, läuft da immer so und macht so. Das war echt, so, das ist voll süß. Bitte lach einmal. Ja, ich bitte, wenn du mich liebst. Du weißt doch nicht, ja, warte, lach mal bitte. Ich kann nicht so gestellt lachen. Guck mal. Das ist so asozial. Mach bitte. Ich kann das nicht. Mach bitte einmal. Auch die Zähne passen, gell? Wie viel hast du? 64 Zähne hast, ja, du gesagt. Aber deine sind gerade. Ja. Wirklich. Die Szene ist so geil, wo er dieses Kopf sieht. Alle diesem Typen Jugendapparat oder was ist. Ja. Touch. Ja. Aber Stitch ist doch der coolere. Ja, ja, klar. Aber der kann kein Deutsch. Das kann nicht ich sein. Der kann, nein, ja nicht sprechen. Das bin ich. Du bist der Phil von Herkules. Ja, aber ey, das ist jetzt nicht so lustig machen. Der Phil hat so einen Respekt. Der ist so, ja, klar. Der hat so Onkelstatus. Der hat Gesicht, der Mann. Der hat Gesicht. Der ist großer Mann, Alter. Ja, ich schwöre. Der ist großer Mann. Der ist der Trainer von Herkules. Der hat so viel, der hat Achilles und so ausgebildet. Yeah, ja. Er hat eine Herkules geguckt von Disney. Ja. Der hat den ausgebildet. Ja. Es gibt doch hier so einen Ausschlag hier in der Innenstadt. Du sagst einfach nur, zum Beispiel ist einer von diesen Mullahs. Ja, ich kann nicht vorstellen. Ich bin dran, sagt sie. Ja, so ist es kaputt. Ich glaube, so rede ich mir nach in den Iran fliegen, Alter. Hör mal zu. Es gibt hier so einen alten Mann, so einen alten Ausländer. Ja. Der sitzt auch über dem Palmengrill, ne? Wenn du eine Serviette gibst oder so, oder Tür aufhältst, wirst du dann immer sagen, danke, du bist großer Mann. Immer so, du bist großer Mann. Oh. Oh. Er hat mich gekillt. Was war das? Das war Stitch. Hm? So, jetzt sind wir vom Thema abgeschweift. Was? Gar nicht. Ja. Wir sind immer noch bei deinem Vertrag. immer noch bei diesem Vertrag. So. Achso. Nee, das darfst du ja nicht sagen. Warte mal. Wollen ja dich nicht reinreiten. Wollen ja, dass du ein bisschen Geld noch verdienst. Ja, nicht wie wir. Ja, nicht wie wir. Wenn du in einem Verein bist, dann hat man ja auch Spielerberater, ne? Die dann so gucken. Gucken die aktiv derzeit auch bei allen Spielern allgemein immer wieder nach neuen Vereinen, wenn da immer Gespräche, oder ist es so, ach, der ist 4 Jahre sowieso unter Vertrag, auf den brauchen wir gar nicht zu gucken, erst wenn der, keine Ahnung, plötzlich so eine WM gewinnt oder so. Wie läuft das da ab? Ist man aktiv immer auf der Suche? Also klar, wenn du jetzt erstmal frisch irgendwo hingewechselt bist, ja, dann hast du erstmal Ruhe. Ja. Ist ja logisch. Aber du bist trotzdem in Anführungsstrichen aktiv. Also in so einer Phase lässt du es vielleicht eher auf dich zukommen, hörst es dir halt an. Ah, also okay. Jetzt als Spielerberater hörst es dir vielleicht an und hast es vielleicht so mal gehört und vielleicht mal beiseite gelegt, weil du weißt ja nie, Fußball ist ja so schnelllebig. Das kann ja von heute auf morgen kann sich das ändern. Wenn du dann halt eine Verletzung? Nee, ich meinte, das ist schon wieder so ein fetter Typ in der Shisha-Bar, der irgendwelche 16-Jährigen erzählt, die erschwerbar geworden. So, deswegen, es ist, und klar, wenn du dann in Richtung Vertragsende
Weißt du, wie Nizar wäre? Du bräuchst nicht mehr einen Vertrag. Der ist bei irgendeiner Mannschaft in der dritten Liga. Dann würde Barcelona zu denen kommen und sagen, ey Nizar, wir wollen, dass du neben Messi spielst. Dann sagt aber er, umsonst. Nee, die würden sagen, wir geben dir 15 Millionen. Und dann sagt er, ich bin loyal, ich bleib mit der Liga. Ich habe da angefangen, die habe ich auch gemacht. Wer seid ihr denn? Würdest du machen? Bruder, deswegen bin ich doch da, wo ich bin. Ja? Weil du zu loyal bist. Ja, ja, nee. Der übertreibt. Der übertreibt, ich bin... Doch, der ist zu loyal. Der hat loyal anders verstanden. Der ist noch Loyalität 80er Jahre. Der denkt, der Film ist Rambo, jedes Leben. Der Pate. Der Pate ist natürlich so Rambo. Rambo. Ich habe Rambo nie. Oh Gott. Ja, das ist die Jugend. Also ich kenne sie. Jetzt machst du Antisympathie. Warte mal. Ich mag Jean-Claude Van Damme. Tja, siehst du, er mag so eine Belgier, der Waffel isst, Alter. Hey, und? Verdammt, ist der King. Belgier, Alter. Das ist immer Flemmschritt. Dann Verdammt ist King. Bruder, der hat mal 3 Filme gehabt, jetzt ist der ein Junkie. Der ist der King. Der irgendwo auf LKW so die Beine spritzt. Du hast 3 YouTube-Videos und jetzt? Bist der King? Ja. Nein, doch. Sag ich aber nicht. Ja, du. Van Damme ist der King. Van Damme ist wirklich der King. Bruder. Und Jackie Chan. Wann hat er seinen letzten Film gehabt? Außer in Bulgarien, Rumänien und Tschechien. Ist doch egal, der ist der King. Nein. Das, was er gemacht hat. Das Ronaldo aus den 90ern, haben wir doch gesehen, ist auch jetzt so ein Fettsack. Ist der nicht mal Ronaldo? Ja, Bruder. Ja, aber der ist ja schon noch aktiv, ne? Der hat aber WM gewonnen. EM gewonnen, nicht EM. Yeah. WM. Ganze Pokale, der hat ja was geleistet. Der Typ hat 4 Filme gedreht. Bruder, und in 3 hat er nicht geredet, weil er nicht kann. Bruder, der hat Bloodsport gemacht. Ja, wie viele Wörter hat er geredet? Ist egal, das sind viele und außerdem ist es ein Klassiker. Das ist einer der besten, das ist wahrscheinlich der beste Kampfsportfilm aller Zeiten. Dieser Style, du kannst es nicht, du kannst das nicht fühlen. Du bist halt so ein Iraner. Ich stehe eher so auf Harald Glöckner. Schau. Das ist so euer Style. Aber was? Step Up. Ja. Step Up. Aber, wie heißt dieser Film? Step Up to the Street, dieser Tanzfilm. Ja. Nein, wie heißt dieser Film mit den Strippern? Den alle fragen. Find ich gut? Like Mike? Like Mike? Nein, wie heißt dieser Film? Magic Mike, das ist so ein Film für dich. Like Mike war mit Bow Wow, ne? Ja, Bow Wow, Junge, der ist kleiner als ich. Ja. Das ist eine Leistung. Okay, bist du so ein Filmtyp? Bow Wow, wie alt? Wie alt ist der jetzt? Der müsste so... Der war mit Sierra zusammen, ne? Ach, ja, wenn nicht. 28, 29. Aber geht noch. Der ist noch so jung? Ja, der muss gar nicht so alt sein. Doch, Bauer. Nein, ich hab den so. Als ich. Nee, warte mal. Wie alt ist Bauer? Guck mal bitte. Ich guck jetzt. Mit deinen 6 Kameras. Lil Bow Wow. Lil Bow Wow. Mit auch jeden Zahn erwischt. Ja. Bow Wow. Ist 87 geboren, also ist er. 12 Jahre älter. 34. 28. Schon. Nee, ist 34, Bow Wow. 34 ist der? Okay, ja. Krass. Aber sieht immer noch so aus wie früher. Ja. Bist du so ein Filmfan? Ja. Was guckst du so gerne für Filme? Ich mag so Oldschool-Filme. Also ich gehe so voll ab auf Pate, Godfellas und sowas. Das ist so mein ist so sehr geil. Scarface? Finde ich geil. Ja. Blood in, Blood Out? Ja, Vat Dos Locos. City of God? Weiß ich gerade gar nicht. Friday, Men's Society. Friday. Boys in the Hood. Boys in the Hood, ja. Jackie Chan, Police Story. Also bei Jackie Chan kenne ich die Filmtitel nicht. Wie die heißen, aber ich habe. Ja, ich bin da auch nicht drin. Der kennt ja so Dialoge. Ja, ja, aber die Filme, klar. Das war. Guckst du was von Denzel Washington so? Boah, heirate Denzel Washington. Ich gehe in Afrika-Shop, da hole ich auch einen Denzel Washington raus. Boah, Alter! Nochmal, Scheiße. Man muss nach jedem Gag von mir so dieses Zirzen so einblenden. Ja. Ich muss einblenden nach jedem Gag von mir. So. Warte, was war das, wo er immer auf den Knopf gedrückt hat? Was hast du da immer gesagt? Bruder. Ja, Azad. Ja. Was war die Frage? Shaka, ne? Denzel Washington. Komm. Ja. Enttäusch mich nicht. Training Day. Ja? Training Day. Ja, oder dieser, wie hieß der Zugfilm? Der hat 2 Zugfilme. Der ist ja nicht so kreativ. Van Damme hat keinen Zugfilm. Ja. Der ist der Film. Es gibt 2. Einen mit John Travolta. Und einmal, John Travolta ist Pelham 183, glaube ich. Mhm. Oder 1191, irgendwie, bla bla. Und dann gibt es einmal der, wo die Bremse kaputt ist, ne? Ja, den meine ich. Der ist cool. Der ist wirklich gut. Und der, ist nur ein und was ist das für ein Film, wo er so den, ich weiß nicht, ob er spielt einen Cop? Oder ein Gangster, irgendwas. Training Day.
Das ist der. Ja, ja, ja. Brutal. Das ist der. Nee, auch Frank Lucas. Wenn die dann so, was war das, 80er, 90er? Ja, ja, wenn die dann so immer mit diesen Anzügen über die Straße gelaufen. Nein, nein, das ist schon ins, das ist noch 2000er sogar. Ja, aber das sollte jetzt. Nein, Training Day? Training Day ist von 2002. Ja, aber ich meinte, der Film spielt. Soll die Zeit spielen. Ach so, nee, dann meint der American Gangster, weil American der spielt Gangster. In den 60ern oder so. Mein Mann. Ja. American mein Mann. Training, Training Day ist nicht aus. Von 2001. Ja? Ja, klar. Aber das war's dann auch eigentlich, oder? Nein, der hat viele Filme. John Q. John Q. Super Film. Brutal. Brutal. Dann Equalizer. Mhm, okay. Ich finde, das ist der beste Film von ihm. Teil 1 natürlich, Teil 2 ist Rotz. Gibt es einen zweiten Teil? Ja, ja, aber der ist Rotz. Was hat noch Denzel? Hast du von Van Damme mal, hast du einmal von Van Damme geballte Ladung geguckt? Um was geht's da? Da wo die diesen Zwillingsbrüdern werden. Hab ich gesehen, ja. Nein, jetzt ehrlich. Ja, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Die werden als Kinder getrennt. Ja. Und als Erwachsene. Da ist einer böse, einer gut. Ja, einer ist so. Voll das krasse Konzept. Einer ist böse, einer ist gut. Gab's noch nie. Ja, da unten ist ein krasses Konzept. Oh! Aber Equalizer, das gab's auch noch nie. Jeder 80s-Action-Film ist so. Niemals. Doch! Irgendwas passiert, einer kommt aus dem. Jeder Steven Seagal-Film ist so. Ein Ex-Agent. Bruder, Steven Seagal, den unnötigsten Typ aller Zeiten. Ja, okay. Also von dem, glaube ich, kenne ich gar keinen. Ja, Film. Ist auch unnötig, der Typ. Ich kenne Steven Seagal, glaube ich, nur aus diesem Rap. Ist mir egal, Steven Seagal. Das kommt doch nicht vor. Oder? Ich dachte, womit kommt der jetzt? Kennst du den? Ja. Kennst du den? Ist mir egal, Steven Seagal. Sagt er doch irgendwas mit. Nein, er sagt nicht, ist mir egal, Steven Seagal, aber er sagt so, keine Ahnung, Roboter mit Senf, ist mir egal. Dann kommt doch auch irgendwie. Rest Steven. In Peace. Ja, der ist gestorben, ne? Ja, ja. Ja. Ach, stimmt, der hat sich umgebracht. Ja, ja, genau. Aber sonst habe ich für Steven Seagal, glaube ich, nichts. Guckst du die Filme auf Griechisch mit deutschen Untertiteln? Nein. Sondern? Auf Deutsch. Okay, ich bin auch gar nicht so der auf Englisch Gucker oder so. Ja, okay, sehr gut. Gar nicht. Ich finde, für mich geht da so der das hattet ihr, glaube ich, auch mal die in der deutsche Folge. Synchronisation ist super. Ja, erstmal ist die top und ich finde, wenn du einen Charakter mal oder einen Schauspieler mal mit der Sprache kennengelernt oder mit der Stimme kennengelernt hast. Als Will Smith oder so oder Denzel, die Stimme ist jetzt auch leider gestorben, den Synchronsprecher. Ja. Der kriegt jetzt eine neue Stimme in den neuen Filmen. Ich habe den neuen noch nicht gesehen, diesen Cop-Thriller. Hast du den geguckt? Nee, ist er schon draus? Ja, mit Jared Leto. Guck oder mit Jake. Sollen wir den heute gucken? Ja, lass den heute gucken. Wie der heißt, das sage ich euch jetzt, meine jungen Padawane. Weil ich habe es geschafft, dass Nizar heute hier über Nacht bleibt. Aber endlich. Der Hier im Ritz-Carlton. Im Ritz-Carlton, ja, der ist ja nur sowas gewohnt. Ja. Ach, warte. Was für Sport in Fechter, okay, das wissen wir, aber also, wie findest du... Ey, du lass wieder oben ohne Zähne, Alter. Wie findest du... Aber du hast dreimal so viel... Wie findest du Formel 1? Boah, auch das ist kein Sport, das ist Autofahren. Ey, du auch nicht? Nee. Bitte guckt euch die Serie an auf Netflix. Eine Formel 1 Serie? Ja, also eine Doku. Drive das ist aber kein Sport, weil es keine körperliche Anstrengung ist. Was? Na, oh, ey, das ist sehr anstrengend. Du fährst doch nur Auto. Ja, oder fahr mal mit 300. Das mache ich, seit ich 18 bin. Mit 29 geh in die Kurve. Leute fahren ohne Führerschein. Ja, und? was wir erzählen, der ist leidenschaftlicher Curling-Spieler. Der geht auf was nochmal Curling? Ist das hier? Ey, das ist der unnötigste Sport, sagen wir ehrlich. Aber es macht Spaß. Mach das mal bitte nach. Guck mal so. Guck mal, das Krasse ist, die nehmen mir das Ding und dann, was mich aufregt, die gehen nach vorne und tun so, als hätten die gerade so ein Atom gespalten. So. Und obwohl das Ding schon längst weg ist und der eine rubbelt, macht der eine, der das losgelassen hat, immer noch so. Guck mal, bin jetzt ein Curling-Fan. Shitstorm von Curling-Fan. Ich hoffe, ich kriege einen Shitstorm. Würdest du einen Curling-Spieler einladen, um zu erklären, wie die Sport ist? Ja, und ich würde ihm sagen, guck mal, Bruder, du kannst mir erzählen, was du willst. Deine Eltern haben dich in diesen Sport reingezwungen. Kein Mensch sagt freiwillig, ich will eine türkische Putzfrau sein, hier so live in der Olympiade. So, das ist doch kein Sport, Mann. Das ist kein Sport, das ist echt. Aber so. Es macht Spaß. Ja, viele Sachen machen Spaß. Ja, aber es aber ist Pool ist auch kein Sport. Pool. Ist olympisch, oder? Curling. Ja. Ja. Und Pool? Auch, glaube ich, oder? Findest du das ein Sport? Ja. So in der Kneipe, gell? Ja, also ich glaube schon, ne? Ah, ist sicher ein bisschen Pool. Also für mich ist es also keine sportliche Betätigung. Ah, ist sicher in der Kneipe, halt die Fresse. So, jetzt bin ich hier der Mann hier, ist sicher. Jetzt hat man die Casio für 10 Euro. Ist ihr Pool? Was ist los? Bist ihr Pool? Habe ich ein bisschen Pool gespielt. Snooker, kennst du das? Was ist der Unterschied zwischen Pool und Snooker? Was weiß ich? 10 rote Bälle, ein farbiger Ball. Ja. Ich glaube, dein Tisch ist größer. Ja,
Verstehe ich überhaupt viel größer. Ey, Snooker habe ich bis heute nicht verstanden, wie das funktioniert, ne? Aber Snooker, Pool und Billard, sind das drei verschiedene Sachen? Nee, es gibt da europäische, skandinavische Regeln. Oh. Ja, ja, es gibt da verschiedene Regeln. Ja, aber bei Pool. Gibt es einen, der ein Champion in allen drei Sachen ist? Boah, gute Frage. Ich glaube, die, also ich glaube, bei Snooker und Billard sind die Kugeln unterschiedlich schwer. Glaube ich. Ja. Aber der holt auch immer die Kugeln wieder raus. Ich glaube, bei Billard ist das so: Der Sieger ist der, der die meisten Kugeln einlocht, richtig? Nein. Nee. Wenn die alle Kugeln von der vollen weg sind oder der halben. Entweder bist du voll oder halb. Ja. Ja, aber davon die meisten. Ja, alle. Ja, ja, alle. Bei Snooker machen die aber immer so, pam, und dann holen die den Ball raus. Das ist irgendwie so mit Punkten. Ja, ja. Ja, eben, der holt die Kugeln dann immer wieder raus. Das ist so Billard für Behinderte. Ich glaube, das ist anstrengend, oder das ist Behinderte komplizierter. Ja, das stimmt. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich für diesen Fauxpas. Dafür? Ja, ja, wir sind korrekt. Aber für den Rest. Was denkst du denn von uns, dass wir unmenschlich sind? Oder? Denkst du, wir machen uns witzig über sowas? Ja, und was auch ein richtig unnötiger Sport ist. Jetzt kommt's. Ja, also erstmal hier so, back, back, back. Das ist ja, ich verstehe so den Sinn nicht. So, dann Curling, ja, dann Staffellauf. Ich sag dir warum. Weil du läufst ja mit so einem Ding in der Hand. Ne? Und dann musst du das ja dem Nächsten geben. Ja. So. An wie viele Leute wird das weitergegeben? Vier. Vier. Drei, vier, fünf. Vier. Jeder rennt 100 Meter. Ja. Glaube ich, eine Runde. Also, ey, bitte. Ja, ich glaube. Bei uns ist nicht sachlich. Also, ich glaube, vier, alle, ne? Zahlen und an Fakten vier sind falsch. Die rennen, glaube ich, so eine 400-Meter-Bahn. Ja. Und dann, glaube ich, sprintet jeder 100 Meter. Ne, okay, das ist dann gut. Ja. Die sind ja sportlich aktiv. Ja. So, aber diese Sport. Guck mal, Curling. Erstmal, wie die aussehen. Ja. Warum? Wie sehen die denn aus? Die. Bruder. Wie sehen denn Curler aus? Die sehen, die sehen aus so wie Leute, die nur so Äpfel essen. So. Also wie du Bananen. Ja, ja, wie ich Bananen. Ist doch gesund? Na ja, aber du weißt, was ich meine. Die sehen aus wie so Kellerkinder. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ach komm! Ich google jetzt den Curling Champion. Also ich weiß nicht, ob das sportlich anstrengend ist, Curling. Ich denke, es gibt keinen unnötigsten Sport. Doch, es gibt, also wo körperliche Aktivität gefragt ist, so wie Staffellauf, das ist dann geil, weil du weißt, aber zum Beispiel Formel 1 ist die körperliche Aktivität viel schwerer als beim Staffellauf. Niemals im Leben. Ey, Nisa. Staffellauf, du musst doch schneller als alle anderen sein. Ja, aber hast du mal, bitte guck dir die Serie an. Weißt du, wie viele G-Kräfte auf dich wirken? G-Kräfte? Dann ist ein Pilot auch ein krasser Sportler. Nein. Der so ein Düsenjet fliegt. Ja, ein Düsenjet ist auch krass. Ja, okay, das ist wieder. Guck mal, ich gebe Curling ein. Was kommt als erstes? World Women's Curling. Also es ist schon mal ein Frauensport. Ergo nicht von Wert. So, das. Boah, das ist ja ein Preisschild. Ist das nicht, ja? Ja, das ist nicht Sarah. Mit kurzen Haaren aber noch. Ja, ja, das sah noch normal aus. So, hier, guck mal, das ist der Champion. Wie lange ist das her? Ja, ja, ignoriert mich ruhig. So ein halbes Jahr. Guck mal hier. In einem halben Jahr hat er so Haare. Guck mal. Ja, ja, das wächst ja wie Gestrüpp. Wie so auf der Autobahn, an dieser Leitplanke, so wächst das bei denen. Guck mal hier, wer Champion war. Anna Kubeskova. Ja, von der Czech Republic. Ja, das kannst du jetzt nicht haten. Okay, Curling. Denkst du, dass man krass sein muss, um das zu können? Na klar. Ja, weißt du, wie sicher. Die Curler-Szene wird respektiert. Also ich glaube, ist bestimmt. Guck mal, wenn der in den Club reinläuft. Boah, guck mal. Boah, krass, Curling. Also. Findest du, also guck mal, Fußball ist ja der beliebteste Sport der Welt. Mit Abstand. Da sind wir uns ja einig. Ja, ich glaube, ja. Das wird ja irgendwo in Tibet, habe ich gesehen, das wird sogar da gespielt, irgendwo in den Gebirgen, Afrika. Weil es einfach ist, ne? Nee, ich finde gar nicht Fußball so einfach. Nein, nein, ich meine, es ist einfach für jeden Fußball spielen zu können. Und zu verstehen. Fertig. Ja, klar. Und die Regeln. Du einfach zwei Steine, Tor, ja, du brauchst wie wir es damals viel, gemacht haben. Du brauchst kein Equipment. Bis heute verstehe ich zum Beispiel die Baseball-Regeln nicht. Oder Cricket. Ja, Cricket verstehe ich auch. Baseball verstehe ich nicht. Cricket ist das indische Baseball. Ja. Aber wo ich auch ein Fan war, da habe ich auch eine Zeit lang geguckt. Also ich war damals in der Jugendzeit mehr in Fußball drin. Mhm. Auch Rivaldo-Zeit. Du warst in einem Fußball drin? Ja, klar. Krass. Inter Mailand, damals Milan mit Shevchenko, mit Edgar Davids. Zeit, ja. So, da war ich drin. Ja. 2005, 2006 rum. Was ich natürlich noch immer noch sagen kann, bei FIFA bin ich bis jetzt hier im Büro ungeschlagen. Okay, kannst du FIFA spielen? Nein. Du redest immer von Fußball, das interessiert doch keinen. Ich kann FIFA spielen. Also ich kann es, aber ich bin anti-FIFA. Jeden Tag Fußball. Wenn ich zu Hause bin, zocke ich Fortnite. Also wie gesagt, im Büro bin ich noch umgeschlagen. Fortnite? Ich bin Fortnite-Gamer. Echt? Ja. Krass. Aber so mit Herz? Warum streamst du nicht? Das wird dir stehen. Mich schon viele die Frage. Ich weiß nicht. Sympathischer Typ, ja, dir wird das richtig stehen. Du siehst gut aus. Ich weiß nicht. Du bist attraktiv.
Du bist reich, du bist schön. Heirat ihn doch, Alter. Heirate doch. Was juckt dich das? Immer ich weiß nicht. Ich bin eifersüchtig, was? Ich weiß nicht. Ich kam nicht. So gut bin ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber ist ja eigentlich mittlerweile egal, ne? Es geht um die Unterhaltung. Ja, ich habe halt Freunde, mit denen, wenn ich mit denen streamen würde, dann wären wir wahrscheinlich schneller offline als ihr mit eurem Podcast. Geil. Jungs. Auf was ich hinaus wollte, ist, Fußball ist der beliebteste Sport. Was? Dann kommt Busta Rhymes. Skatman. I'm a Skatman. Auf jeden Fall. Alle Lieder. Ich war auch so ein Fan von, also 2 Jahre lang habe ich Football sehr gerne. Von wem warst du nicht Fan, Alter? Von jeder Sportart. Football? Mhm. Ich habe auch 2 Jahre selber gespielt. Wie kannst du spielen? Mhm. Du bist so groß wie der Football selber. Ich war Running. Das ist auch dieselbe Farbe. Running war schnell. Ich war früher sehr schnell. Als Jugendlicher sehr schnell, dann wurde ich irgendwann mal ausgenockt von so einem Haiwan. Ja, da war vorbei. Ich habe den Ball gefangen, und der Typ kam in der Luft, hat mich geknallt, ich habe mich gedreht und dann kam der andere nochmal in meinen Rücken rein. Ja, dann bin ich erstmal gehumpelt. Warum hast du nicht Football gespielt wie Jet Li bei Romeo Must Die? Gibt's auch was Sachliches aus, von deiner Richtung mal? Ja, klar, ja. Das ist sachlich. Lass SpongeBob mal reden. Ja. So, willst du Jet Li seine Skills absprechen? Bruder, Jet Li, Matt Li, Bruder, du hast mein bester Freund. Mein bester Freund hat ihn, glaube ich, geheiratet, Jet Li. Ja? Hey. Wie lange ist er dein bester Freund? Jet Li ist King. Wie lange ist er mein bester Freund? 12? Wie trinkst du, Bruder? Den Schluck hat er hier mit. Ich hab Durst. Ey. 12 Jahre? Bist du Moritz total gewöhnt? Was war das für ein Schluck? Bruder, ich hab Durst. Das sind die afrikanischen Gene, wir sind Flüssigkeit nicht gewöhnt. Wir müssen dann ganz. Wir müssen festhalten. Ey, das hasse ich. Echt? Boah, wenn jemand so trinkt. Kennst du jemanden, der schmatzt? Ja, geht. Kennst du jemanden, der schnarcht? Ja. Bruder! Boah, ich schnarche sein Vater. Aber böse. Nachdem die dich gecheckt haben. Nein, ich schnarche extra. Ey, weißt du, wie der schnarcht? Ich schwöre, Godzilla wird da ungefähr. Ich wach hier selber davon auf. Was? Irgendwann mach ich doch. Ja. Wirklich? Bruder, wie jede Nacht. Ey, wann musst du zum Flughafen? Ich muss um. Wann musst du denn da sein? Um 8? Okay, dann haben wir noch Zeit. Um 8 Uhr musst du da sein. Musst du halb los. Also um 9:45 geht der Flieger. Ja, 8 reicht. Ja, 8 reicht, ne? Okay, dann musst du hier spätestens um 19.30 Uhr weg. Ja, also 19, haben wir noch Zeit. Eigentlich 19.40 Uhr, aber ja, machen wir 19.30 Uhr. Ja, weil wir unterhalten uns noch vor der Tür. Ey, Bruder, danke, ja, dass du da hast. Ey, danke, dass du dich krass, ey. Hammer und so. Ja. So, was sind die Ziele? Weltherrschaft. Das ist klar, Titel, ne? Für mich persönlich? Ja. Ja, auf jeden Fall mit Tunesien jetzt den nächsten Afrika-Cup gewinnen. Geil. Lädst uns zum Essen an, wenn du einen Afrika-Cup gewinnst. Aber nicht so gezwungen, so mit Herz. Mit Herz. Ich will, dass er uns einen Urlaub einlädt, ja, was wir essen. Ja. Also Urlaub mit Essen. Nein, nur Essen. Aber nur eine Mahlzeit. Warum willst du so, nimmst du die ganze Hand, wenn einer dir einen kleinen Finger... Ich bin Iraner. Ja, das stimmt doch. Wenigstens ehrlich. Ja. Ja klar, Titel. Ja. WM muss man natürlich ehrlich sein und Tunesien wird niemals Weltmeister. Sehr schwer. Er kriegt aber komm, mal zu, ob Weltmeister oder nicht. Allein wenn man in der WM mitspielen kann, schon das ist das Krasseste, klar, was es ja, gibt. Ja, natürlich, natürlich. Das ist schon krasser als natürlich, alles andere. Natürlich. Du spielst in der WM, Bro. Die anderen Fettsäcke tippen bei Tipico für dieses Spiel und du spielst da drin. Also wir werden jetzt mit Tunesien erfolgreich, wäre natürlich, soweit es geht, ja, klar. Gruppenphase überstehen und dann vielleicht so in die K.O.-Phase kommen. Das wäre schon sehr erfolgreich. Algerien hat es vorgemacht, ne? 2014? Was haben die gemacht? Die waren stark. Bis ich glaube, gegen Deutschland im Viertelfinale. Ja. Die sind noch nicht ins Viertelfinale gekommen. Doch. Und ich waren auch echt gut dabei. Da hat Manuel Neuer ein überragendes Spiel gemacht. Du weißt schon, Iran hat ja gegen Portugal gespielt, ne? Jetzt sag nicht, dass sie gewonnen haben. Die hätten fast gewonnen. Ja, was ist das für eine Aussage? Das ist ja so, als ob ich sage, ich hätte fast gegen Mike Tyson gewonnen, aber der hat mich halt besiegt. Ja, aber Bro, dass du mit Mike Tyson 11 Runden oder 12 Runden mithält. Das ist gut, ja. Sehr das gut. Und, Bruder, wir hatten einen Torwart, der war ja ein Penner. Ja, also wie alle Iraner. Der war obdachlos, ne? Ja, der war obdachlos. Ja, wirklich. Ja, wo spielt der jetzt? Iran, obdachlos. Das weiß ich jetzt ganz genau. Also, wo der jetzt spielt. Ja. Auf jeden Fall, der war obdachlos. 2 Jahre später oder so ist er in der WM und hält von Ronaldo Elfmeter. Den Ball. Elfmeter. Bro, das war für ihn seine Karriere. Ja. Das war, boah, das war echt krass. Ja. Also, die haben mitgehalten und fast hätten die ja gewonnen. War das nicht da, wo der diesen Einwurf
machen wollte. Ja, ja. Und diesen Blamage. Flick, diesen Flickwork. Boah. Ja, das war richtig Blamage. Boah. Hat China eine gute Fußballmannschaft? China? Ja. Jetzt Nationalmannschaft? Ja. Boah. Also, kenne ich mich nicht aus. Weiß ich jetzt nicht. So. Wie die Nation. Russland ist eigentlich ganz gut. Russland ist ganz gut. Belgien hat sich stark gemacht. Belgien ist überragend. Ja. Ja, ja, da kommt Van Damme her. Ich glaube, Belgien ist jetzt auch mit Belgien Favorit. Und Frankreich mit Favorit für... Das also habe ich schon Meinung. Gesagt. Fasan! Hast du das gehört? Belgien ist auch Favorit für die EM. Ja, ja. Und da kommt Van Damme her, aber immer lästern. Das habe ich gestern gesagt, hier bei den Jungs. Wir haben gestern hier FIFA gespielt. Okay. Und die haben gesagt, ich sag, ey, Belgien ist 100% Favorit EM. Ja. Niemals und so, du laberst. Doch, ich glaube schon. Mhm. Ah ja, Belgien. Okay, was mit Tadschikistan? Weiß ich nicht. Ob die jetzt Weltmeister werden können, meinst du? Oh, kommen die in die WM? Nein. Und Kirgisistan? Nein. Und Mongolei? Ich weiß gar nicht. Nationalmannschaft? Ja, bestimmt. Und aber nein. Nepal? Ey, wie sieht es aus? Iran? Kommen die in die WM? 50-50. Warum? Wir sind gerade Dritter. Wo? Asien Cup? Nee, in der Qualifikationsgruppe. Echt? Wie viele Spiele gibt's noch? 3 oder 4. Wer gewinnt in der Regel immer den Asien Cup? Also Iran hat den oft gewonnen? Ja? Wir hatten Fragen. Ein paar Mal hat den Iran gewonnen. Ja. Echt jetzt? Japan, ja. Fall Katar. Ja. Katar? Da leben 13 Mann. Ja, die haben auch mehr Geld als die Welt. Spielen da echte Kataris? Ja, aber nee, die so haben auch eingebürgerte. Ja, aber die haben auch ein paar eingebürgerte Spieler. Das geht auch. Daher wird der Wind. Aber spielt Katar nicht jetzt auch bei der, was spielen die? Südamerika? Jetzt bei diesem Copa America, glaube ich. Oder nee. Katar hat bei der EM-Quali mitgespielt. Oder irgendwas. Wieso, das gehen wir die gar nicht in der Europa sind. Ja. Manchmal bei der südamerikanischen. Ja, aber jetzt, ich weiß, dass Katar irgendwas mit... Wieso spielen die in Südamerika, wenn die im Nahen Osten liegen? Irgendwas Transatlantisches, ich weiß es aber nicht. Naja. Ja, aber nee, weil die nächste WM in Katar ist, sind die ja sowieso als Gastgeber dabei. Qualifiziert. Ja. Und deswegen wollten die eine vernünftige Vorbereitung spielen, glaube ich. Und dann haben die jetzt irgendwie die WM-Quali oder die EM-Quali in Europa mitgespielt. Wie, ohne Punktewertung. Das Land, das die WM... ist automatisch dabei. Ist automatisch dabei. Das heißt, wenn die WM in Burkina Faso ist, dann ist Burkina Faso bei der WM. Ja. Stell dir mal vor, du bist in einem Land und dein Land spielt nicht. Ja. Aber was, wenn das Land wack ist im Fußball? Ja, dann fliegt er in der ersten Gruppe Phase raus. Dann wird da wahrscheinlich die EM auch nicht ausgetragen. Ne? Also du musst ja schon ein gewisses Niveau haben. Ja, finanzielles Niveau, um eine WM austragen zu können. Katar, ne? Wurde ja extra Stadien dafür gebaut. Ja, das hab ich mitbekommen. Ja. Aber guck mal, eine andere Sache. Zum Beispiel bei Fußball steckst du manchmal nicht drin. Was gegen wen hat Deutschland verloren? Südkorea? Bei der WM? Bei der WM? Das war sogar gegen Heung-min Son. Ja, wie viel haben die verloren? 2-0. Südkorea? Hat gegen Deutschland 2-0 gewonnen. Mhm. Wie geht das? Ja, das war, glaube ich, nachdem Deutschland Weltmeister geworden ist, die nächste WM. Ja. Erwartungen sehr hoch und dann war Deutschland kein gutes Turnier erwischt. Die sind sogar rausgeflogen, glaube ich, in der Gruppenphase. Die Gruppenphase rausgeflogen. Gruppenletzter sogar. Boah. Gruppenletzter. Ja. Manchmal steckst du nicht drin, manchmal ist der Wurm drin. Ja. Sag bitte nicht. Was willst du sagen? Nein, bitte, wenn du mich liebst, komm, reicht bitte. Doch. Bitte. Reicht. Nein. Okay. Bisschen Anstand. Nicht sagen. Ich versuche es später reinzubringen. Nein. So, Guck mal, ich habe eine Frage. Ich will was fragen, eine Fußballfrage. Nein, bitte nicht. Ich höre es nur mal. Nein, das nicht. Ich kenne dich. Nein. Das ist eine normale Frage. Mit deinem überschüssigen Knochen am Handgelenk. Das ist eine normale Frage. Guck mal. Ich will es nicht hören. Ich finde das eine geile Frage. Zu wie viel Prozent, was kommt jetzt? Also, nein, das ist eine Fußballfrage. Ich habe ja keine Ahnung. Wollt ihr mich aufklären oder wollt ihr mich im Unwissen lassen? Guck mal, wenn er schon so lacht. Ja, dann ist... Ey, komm, sag. Nein, ich bin nicht beleidigt. Ich bin jetzt echt beleidigt. So, du bist ein lustiger Typ. Danke. Du hast Humor, du bist sympathisch, du siehst gut aus. Du bist sexy. Ignoriere einfach. Der ist nicht da heute. Wie ist es so beim Training? Verarscht ihr euch auch immer gegenseitig? Weil ich sehe so jetzt zum Beispiel Videos bei MAP oder so, der klatscht einfach nebenan. MAP so oder MOP, die Anti abgemacht haben? Was? Die was? MOP, der nimmt Mobb Deep mit Kilian MAP. Nee, Mobb Deep, MOP. Was ist Mobb Deep? Achso. Was? Oh Gott, da reden wir gleich. Gleich, junger Padawan. So, da sehe ich so zum Beispiel, hast du das Video gesehen? Mit dem nassen Handtuch? Ja. Macht ihr auch sowas? Ja. Also verarscht ihr euch auch gegenseitig? Ja, das hast du in jeder Mannschaft. Ja? Hast du richtig,
geht auch schon richtig weit manchmal. Also sehr was weit. Läuft für Musik in der Kabine? So Drake, Travis Gott. Scott. Bah. Jetzt aktuell haben wir viel spanische Musik. Ja. Ja, viel Spanisch, Portugiesisch, Brasilianisch, so die Richtung. Geil. Griechisch auch ab und zu mal, aber wie gesagt, Ruben Semedo, unser DJ, der haut da nur Spanisch rein. Okay, geil. Sehr ja, geil. Ab und zu mal Deutschrap. Echt? Ja. Was hört ihr so? Das, was Spotify ja gerade so hergibt. Ja, was also hergibt, nur Müll. Ja, Apache, so läuft auch manchmal. Darf man sowas sagen? Ja, klar. Ja. Das ist ein Podcast, wo man alles sagt. Ja, also, aber meistens oder zum Großteil wirklich nur Spanisch, Portugiesisch. So. Aber interessant, gell, dass so internationale Fußballspieler, die aus verschiedenen Ländern herkommen, aufeinandertreffen, eine gemeinsame Mannschaft werden und dann noch so internationale Musik hören, wie ja. Deutschrap, Spanisch. Ja. Aber ich muss sagen, dass das Thema kommt in ich hatte das Thema nur in Deutschland, dass es so extrem thematisiert wurde und immer wieder betont wurde, beim Fußball kommen so viele Kulturen zusammen und so viele Nationen und Rasse und trotzdem ist es alles eine große Gemeinschaft. Das ist gut, dass man sowas sagt, definitiv. Aber dass es überhaupt zur Sprache kommen muss. Musst du heutzutage aber leider. Aber ich hatte das jetzt zum Beispiel in Griechenland. Wir haben wirklich durch die Bank haben wir wirklich verschiedene Nationen, Rassen, Herkunft, Hautfarben. Und da wurde das nie überhaupt irgendwie mal thematisiert. Also gibt es keinen Rassismus da? Es gibt überall Rassismus bestimmt. Aber okay. Du hattest nie irgendwie das Gefühl, dass man das mal nach außen hin thematisieren muss. Ach, hier ist es wirklich Multikulti und so, sondern es war einfach selbstverständlich. Okay, ja, finde ich schön. So geile Jokes machen bestimmt bei euch. Ja, also das wirklich. Das ist ja alles. Ja, ja, ja. Das war ein Paradies für dich. Ja, voll. Also, ja. Aber da verstehen auch alle, also weißt du, in so einer Kabine, in so einer Mannschaft, ja. Verstehen halt auch alle diesen Humor. Weil das sind ja auch alle Millionäre, fuck off. Also, wenn ich 10 Millionen verdiene, würde ich auch über alles lachen. Wir lachen aber ohne einen Cent in der Tasche. Ja, das ist die Kunst. Das ist die Realness. Ja. Aber geil. Ist es aber auch so bei euch, dass ihr so denkt, ey, der Lappen kann überhaupt nicht spielen, aber warum verdient er 10 Millionen mehr als ich? Habt ihr sowas? Hm. Komm, sei ehrlich. Nee. Sonst kannst du alles erzählen, so unter vier Augen. Sechs Augen. 18. Ja. Ja, stimmt. Aber die sind nicht. Also, es gibt bestimmt Verträge, die Wisst ihr auch gegenseitig, was ihr verdient? Nee. Nicht? Nee. Sagt ihr nicht, ey, was hat er dir diesmal ausgesagt? Ey, da wärst du fehl am Platz. Ich glaube, im Fußball ist das nicht, also klar, außer jetzt bei den ganz Großen, wird ja alles geleakt. Aber an sich ist es, glaube ich, beim Basketball ist es extrem oder beim Football, dass die Gehälter ja offengelegt sind. Kannst du ja im Internet nachlesen. Oh, krass, ja. Glaube ich, in der NBA. Und also das heißt, jemand spielt neben dir und du weißt nicht, was der verdient. Es kann sein, dass der 100 Mal mehr kriegt und du 100 Mal weniger. Also das wäre jetzt 200. In dieser Spanne wird das nicht sein. Ah, okay, ist das dann so ein... So, ja, okay. ja, also es ist schon klar, also ich glaube, bei Messi ist es dann schon eine andere Liga, aber das ist ein Ausnahmespieler, Messi und Denkst Ronaldo. Denkst du, Messi ist ein Messi? Ich glaube, er ist ordentlich. Ja, okay. Kann ein Profifußballer von seinem Gehalt leben? Das ist eine normale Frage. Ja, aber das feier ich, wenn du so behindert bist. Das ist eine normale Frage, kann man davon leben? Ich sag dir auch gleich, warum ich das frage. Alhamdulillah. Ja? Kannst du davon deine Miete zahlen? Oder musst du so Mietezuschuss warten? Oder ab und zu in Griechenland noch nebenbei so bei Lieferanten. Mit dem Fahrrad. Nein? Ey, bist du eigentlich in Tunesien so ein richtiger Superstar? Ja, klar. Ich spiele in der Nationalmannschaft. Die werfen ihm Obst zu, wenn er vorbeiläuft. Ich so Datteln. Ey, gehen Apfel. So Datteln. Yeah. Irisa. Ja, in Tunesien bist du bestimmt so ein richtiger. Aber in Griechenland du bist so wie Scheiern in Wiesbaden. In Tunesien. Naja. Hier hast Nein, mich jeder das, also Niveau von Cheyenne, das ist, ja. Was, hier hasst dich jeder Zweite? Ja, der labert, der ist der beliebteste. Leute lecken den Boden, an, bevor er vorbeiläuft. Eigene Stadt wirst du immer gehasst. Du hast Wiesbaden Aushängeschild. Ja, aber nee. Doch, klar. Ja, Wiesbaden, Cheyenne. Zwei Sinn. In deiner eigenen Stadt wirst du nie so krass gefeiert. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Doch, das stimmt. In eigener Stadt aber du bist in Tunesien so bestimmt gefeiert. So ein richtiger... Ja, aber ich komme ja auch nicht von dort. Also ich bin ja in... Der kommt vom Europapark. Ja, aber ich wohne nicht weit von dort, ja? Echt? Ja? Rust ist 20 Minuten von Freiburg, ja. Ey, ich will die ganze Zeit in den Europapark. Muss man machen, ja? Jetzt aber ich glaube, du ich musst eine gewisse Größe haben für ein paar Bahnen. Ich weiß, ich geh nur ich komme nicht auf, ich komme umsonst rein. So, T-Shirt direkt.
Ich kenne sogar den Geschäftsführer. Ja, du kennst doch jeden. Du kennst, jetzt ehrlich. Nein, ja. Wirklich. Ja. Der kennt wirklich. Der hat uns sogar eingeladen. Der kennt jeden, ja? Aber ja. Der hat uns eingeladen. Ja. Schön zu wissen. Das habe ich dir schon erzählt. Das stimmt, aber ich muss jetzt so tun, was ich weiß. Schmieriger Typ. Nafri. Nein, doch. Er hat euch eingeladen? Ja. Oh, einfach so, guck mal, hat er nur dich eingeladen? Du hast gesagt, ich bring meinen Freund mit? Nein, nein. Oder hat er gesagt, du und Nisa? Nein. Sei ehrlich, sei kein dreckiger Iraner. Nur du? Nein, nein. Und du hast für Nisa gekämpft? Ja, ich schwöre, ich kenne den doch. Nein, nein, das war aber korrekt. So. Das war wie im Flugzeug mit den Stewardess. Ja, das war gar nichts. Okay, was hat er gesagt, der Typ zu dir? Ja. Der hat gesagt? Ja. Lüg nicht. Ja, warte mal, darfst du mal reden? Ja, klar, darfst du. Darf man hier zu Wort kommen, oder? Klar. Also, keine Frau. Also ich habe ihn kennengelernt durch einen Kollegen. Schöne Grüße an Younes, der größte TikToker Deutschlands. Heirate ihn doch, Alter. Der Welt ist er sogar Platz 30 oder so, ne? Auf der ganzen Welt. Ja. Ja, der hat irgendwie gefühlt so 20 Millionen Follower. Da habe ich den Kontakt bekommen und der hat gesagt, ey, du bist sehr herzlich gern eingeladen. Achso, warte mal, hat der dort Bilder gemacht? Ja, so, genau. So Videos, ja, im, ja, Europapark? Ja, 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 genau. Ja, 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 okay, okay, okay. So, und dann habe ich gemeint, ey, ich komme mal mit Nisa vorbei und sagte, ja klar, gerne, ja geil, bring den mit. Geiler Typ. Der Part stimmt, glaube ich. Boah, wie der das so noch so, nein, das war so gedeichselt hat. Willst du mich als Lügner darstellen? Natürlich nicht, mein Bruder lügt doch nicht. Ja, also. Das ist doch ganz klare Kiste. So. Nee, deswegen Europa-Park machen wir auf jeden Fall mal. Gibt es auch einen Afrika-Park und einen Asien-Park? Das heißt Europa-Park. Ja, gibt es einen. Im Park selber? Nein, in Afrika. Der will es so wieder, dass es rassistisch, ja, ist. Dann Safari so halt, ne? Da hast du halt Real Life. Ja. Ja. Obwohl ich Safari-Park nicht so feier. Ja, in Deutschland nicht. Ich war jetzt in Dubai in einem, hat mir nicht so gefallen. Warst du bei diesem, Die waren in Dubai auch in diesem Spiegelkabinett. Da wollte ich so einen auf Mann mit Todeskralle machen, wie Bruce Lee. Ey, ich habe mir so drei rote Spiegelkabinett. What? Ich habe einfach Schock bekommen. Ich habe Nisa einfach so 16 Mal gesehen. Ja. Und nur Zähne. Man hat nichts anderes gesehen. Und ich bin da durchgelaufen. Wow! Ey, ich laufe durch das Spiegelkabinett und denke wirklich, ich bin Bruce Lee. Ich bin so durchgelaufen. So, wie der so bei Todeskralle. Der Mann mit der Todeskralle. Ich so, boah. Man ist auch durch so ein Ding. Spiegel. Ja, ich habe irgendwann Kopfschmerzen bekommen. Ja, das war zu viel. Von dir selber. Ja, weil wir haben uns alle doppelt gesehen und wir hatten so einen und irgendwann hast du keinen üppigen Asiaten dabei. Ja, boah, der Asiate. Wieso, was ist der so der fett für einen Asiaten? Der Millionär? Ja. Warum, wie kann, warum, man so, kann der nicht? Wieso ist der Asiate so dick? Jazik. Wieso kann der nicht? Wieso kann der nicht? Jazik. Was? Die wieso haben doch alle so Bambuskörper, die Asiaten. Die sind doch wie Grillen gebaut. Wieso ist das? Schöne Grüße an Boy. Einer meiner besten Freunde ist halb Chinese, halb Vietnamese. Ja, yo, was haben wir, ein Mix, Alter? Wie heißt der? Ist der Käfer zum Frühstück? Wie heißt der? Ey, bitte. Ja, das ist der Boy? Boy Bang. Boy? Heißt er die Schwester Girl Bang? Jetzt wird mir alles klar. Ey, Boy, das kommt von denen, ne? Boy is mine. I don't need to meet you, no. Ey, die meinten den, ja, geiler Boy typ. Is mine. Geiler Typ. Ja, okay, guck mal, Asiaten können, was ja, was macht er beruflich in der Boy-Group? Sumo-Ringer. Obwohl, das kann ich auch anders. Was macht er? Der studiert, oder der macht jetzt seinen Master. Ja klar, Asiaten. Glaube ich. In, verdammt, ich weiß es nicht, in was. Ich weiß nicht. Körper wie Grille. Ey, wie kommst du da drauf? Hey, du weißt, was für ein Asiat. Aber weißt du, was das Geile ist an Nisa? Ohne Spaß. Der nimmt wirklich alle mit. Ja. Der macht auch Witze über sich selber. Ja, der nimmt, nein, aber weißt du, nein. Was ein Talent. Was ein Talent. Ich bin stolz auf dich. Ey, weißt du, was Asiaten ein Buch so nicht öffnen können, weil die Winkel sie abgeschnitten. Die können das nicht genau erkennen. Die müssen ein Buch immer so quer drehen. Damit die, ey, Boy, es tut mir so leid, wirklich. Nein, schöne Grüße an Boy. Oh. Ich meinte damit, er deckt alle ab. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Oder? Er deckt alle, ja, ab. Ja, ich diskriminiere nicht. Ich diskriminiere wirklich nicht. Oh. Ich deck alle ab. Ja, und insbesondere dich selbst. Ja, insbesondere muss mich selbst. Sagen. Ja. Wie soll ich mich nicht abdecken? Ey, Duck, es tut mir echt leid. Boah, Duck, Alter, du bist echt. War der Millionär, oder? In deiner Influencer-Story. Ja, ja, der ist der Millionär. Der ist echt Millionär. Aber ist echt Millionär. Der ist echt Millionär. Der hat irgendwie 60 Mitarbeiter. Der Millionär? Ja, ja, der ist wirklich Millionär. Als Vietnamese. Am Vietnam Millionär werden ist doch nicht schwer. Muss nur das Land ausbeuten, wie alle anderen davor. Meine Damen und Herren, wir hatten gerade einen Kameraausfall. Ja. So, deswegen geht's direkt weiter. Ja. Und wo waren wir? Wir waren stehen geblieben bei Asiaten-Bashing. Nein, das stimmt nicht. Das ist okay. Wir waren stehen geblieben. Jetzt fange ich schon mal nicht an. Wir waren stehen geblieben, dass du uns erzählen wolltest, weil das ist ein sehr sachlicher Fußball-Podcast.
Nizar hat behauptet, bevor du kamst, dass er länger den Ball hochhalten kann als du. Aus deiner Zeit beim Zirkus? Ja, klar. Stark. Ja, Moment, guck mal, ist das so? Ja, ja, stark. Wieso glaubst du ihm? Er will doch nur. Ich weiß doch. Guck mal, wie der mich streichelt, richtig diese Liebe. Man merkt, dass du Handball gespielt hast. Ich muss in 5 Minuten. Er ist besser. Es wird nur noch, weil der ist on fire. Ja, wie Alicia Keys. Gut, oder wie Niki Lauda. Der ist asozial. Feiert das an. Ey, warum feierst du sowas? Ja. Du heizt den auch noch ja, an. Ja, du heizt ihn auch noch an. Du heizt angehender Jurastudent. Wie angehender Jurist. Jurist. Ich hab ihn nur korrigiert. Ja. Lach über Tote. Der ist nicht tot. Doch, doch, klar. Doch, Niki Lauda ist verstorben. Ja, aber der ist ja nicht gestorben, weil... Nein. Ja, das wäre asozial. Das würde ich nicht machen. Das würde ich nicht machen. Aber ich glaube... Ja, ich glaube, Niklas. Okay. Okay, ich glaube. Rest in Peace. Ja. So, meine Damen und Herren. Ja. Ich glaube, es wird Zeit. Ja. Denn. Wir müssen uns verabschieden. Ja. Ich möchte dir sagen, darf ich erst einleiten? Ja. Meine Damen und Herren, es war mir eine Ehre, einen so jungen, charismatischen Kerl hier sitzen zu haben. Ganz gechillter Typ. Ja, ich mag ihn richtig. Ja, ich mag den auch. Ich wünsche müssen so eine WhatsApp-Gruppe mit dem machen. Ja, boah, aber, ey, Junge. Da, wenn die dir das hacken, dann ist der auch. Dann ist der weg. Dann ist der weg, weil dann unfair. Aber weißt du, was ich geil finde? Ja. Man merkt so im Inneren, wenn man das rauskitzelt, ist der auch nicht schlimm. Nein, das stimmt ja, nicht. Ja, klar. Der ist ein sauberer Typ. Ja, voll. Ja. Der hat ja auch einen Vertrag. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir wünschen ihm natürlich das Beste, dass Tunesien, inshallah, den Afrika-Cup gewinnt. Und dass, dann wir nach Kamerun fliegen, in die Präsidenten-Suite. Ja. Wir zahlen selber, Bruder, kein Problem. Ja. Kostet nur 15 Euro, oder? Ja. So, und ja, dann chillen wir da. Und ja, Mohamed, danke, dass du da warst. Wirklich jetzt. Vielen Dank, dass du da warst. Shayan, möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, klar. Es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Ich habe ja schon sehr viel von dir gehört. Aber du antwortest trotzdem nicht. Doch, ich antworte mit Herz. Ja. Der ist doch cool, Mann. Nein. Ich habe viel zu tun, ich arbeite viel. Aber ich antworte dir mit Herz. Ich habe vorab sehr viel von dir gehört und ich kann alles nur bestätigen. Du bist ein Arschloch. Du bist echt ein scheiß Typ. Nee, also du bist echt ein geiler Typ. Sehr, sehr sympathisch. Wir würden dich gerne öfters hier haben. Ja. Also, egal wann du hier in der Nähe bist. Ja, komm einfach so als Gast. So, nutz einfach uns aus als Aufenthaltsraum, wenn du immer zum Flughafen gehst. Ja, genau. Ihr macht ja sowieso jeden Famous, gell? Ja, genau. Ja, ja. Wir machen jeden Fame. Und wir kommen auf jeden Fall vorbei, auch nochmal Griechenland. Da werden wir auf jeden Fall. Da wollte ich sowieso schon mal hin. Ja. Ja, ich war noch nie da. Ja, vielen Dank. Wir wünschen dir einen guten Flug. Ja. Reist du fliegst jetzt nach Tunesien, du spielst gegen Algerien und? Kongo und Mali. Und Mali, Kongo, okay. Mali. Gibt's und auch ein Gospel? Ja. Den gibt's jetzt gleich. Ja. Weil, ich würde noch sagen, wir werden uns auf jeden Fall die Spiele reinziehen. Ne? Werden wir machen. Wo laufen die denn? Watanabe, hinzu? Ja, Watanabe. Aber das war, wie will er das empfangen? Wir haben alles. Ja, ich glaube, die streamen sogar live auf YouTube. Legal. Wir haben dann angehenden Anwalt. Ja, Anwalt oder Richter? Er wird Richter. Okay, bist du Richter? Ja, aber das sagen wir niemandem, so ein Kanacken, weil man so, ey Bruder, alles klar, wie geht's? Ey, so richtiger Richter mit Hammer? Ja, yeah, der wird Richter. Kann ich so neben die sitzen, weil bei den Richtern sitzen doch auch manchmal so die Leute. Was willst du da? Ja, dann machst du doch nur Fitner. Nein! Der war das. Nein. Das war der Mörder. Dann sagt er das. Dann hörst du so, der kommt so rein und macht so. Assalamu alaikum. Wallah, das war der nicht. Das ist ein guter Bruder. Das war der nicht. 100%. Das ist nur eine Fitnermache von den weißen Männern in der westlichen Politik, in den Hinterzimmern. So, ganz schön. So, meine Damen und Herren. Also. Gibt's noch. Gibt's noch irgendwas Scheiß zu erzählen? Gibt's noch irgendeinen Scheiß zu erzählen? Ich würde sagen, es war mir eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Vielen, vielen Dank für alles. Woo! Nein, ihr versteht nicht. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Mohamed Dreger. Das bin ich. Dreger. Das bin Dreger. Ich. Dreger. Ich. Dreger. Ich. Gib mir einen Dreger. Dreger. Halleluja.
Es ist Mohammed Träger. Mohammed Träger. Halleluja. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Das war der Träger. Abonniert Mohammed Träger auf Insta. Da heißt Mohammed Träger. Nein, ich mach sowas nicht. Doch. Aber wenn ihr wollt. Abonniert ihn. Doch, abonniert ihn. Mohammed Träger hat sogar einen blauen Haken mit seinen 12.000 Followern. 12? Und wie viel? Nein. Das ich weiß über 100. Gar nicht. Nein, Mann. Hey, ich bin push doch. Ist doch egal, du bist doch ein Star. Kack auf die Follower. Oder was ich gibt dir meine. Dein Insta wird sowieso gesperrt. Ja, ich bin doch 500 Mal geflaggt am Tag. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Mohammed Träger. Also. Ey, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für die geile Folge. Peace in the Middle East. Word to your mother.